Okay. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen heute zum Nikolaus. Der Frank und ich haben uns jetzt mal gemeinsam verabredet, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt mal eine nüchterne Analysesendung der Lage, so wie wir sie im Moment wahrnehmen. Also ohne Hoffnung oder dass es zu sehr in die andere Richtung schlägt. Also Hoffnung wollen wir natürlich irgendwo noch verbreiten, aber einfach, dass wir es mal nüchtern analysieren. Kann man das so sagen, Frank? Ja, grüß dich, Marc. Schön, dass es so schnell geklappt hat. Ja, Lagebeurteilung machen. Also die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wir kriegen ja öfter auch mal vorgeworfen, dann eure Sendungen, die sind so dystopisch. Naja, wir sind auf dem Boden geblieben, möchte ich behaupten, zumindest meistens. Das hat aber auch den Vorteil, dass wir keine Theorien raushauen, die sich gut anfühlen, die sich gut anhören. Und dann kriegst du eben nach 3 Wochen in den Magen gekloppt, ja, weil es einfach nicht passiert ist. Und wir sehen ja auch dieser Tage wieder, dass die Hoffnungstheorien wieder überborden sind. Geht ja schon wieder los, ne? Es passiert eben viel und ich hatte auch mal den Wunsch und das haben wir uns jetzt ein bisschen vorbereitet, die Thematik, wie ist denn hier jetzt im Moment tatsächlich auch die Lage, was wir so militärisch übersehen können. Und mir brennt immer wieder auf den Nägeln dieses Thema Chef. Was ist Chef? Was war Chef vor allem? Gibt es das heute noch? Wir gehen da mal nicht in das rechtliche Thema rein, ob denn die Gesetze noch gelten oder nicht. Das kann uns bis jetzt immer noch keiner rechtssicher beantworten. Dadurch, dass ja du vom Verwaltungsrecht noch einmal einen ganz anderen Blickwinkel hast, haben wir einfach gesagt, wir gehen da mal in die gesamten Dinge rein. Und jetzt Okay, fangen pass auf, dann geben wir jetzt so ein Inhaltsverzeichnis vorneweg. wir mal. Und Chef bin ich so tief jetzt nicht drin, aber ich ergänze dann mit unserer Verfassung, mit dem Verwaltungsrecht und mach so ein Ding. Haben wir es mit einem Staatsstreich zu tun? Was macht unsere Gewaltenteilung? Was ist mit dem 80a und so weiter, mit Sonderrechten? Warum wird über Verordnung regiert? Mit was haben wir es im Moment? Status quo, ja? Genau, Status quo. Und damit man einfach den Status quo versteht und vielleicht auch mal das ein oder andere aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann, denke ich, ist es einfach mal wichtig, sich die nüchternen Fakten anzuschauen. Was waren denn jetzt vor allem, wenn wir mal unsere Befreier anschauen, was haben die denn für Kommandostruktur aufgebaut? Warum wurde das Ganze überhaupt implementiert? Was war deren Aufgabe? Was haben die gemacht hier? Was ist eventuell heute noch da? Einfach nur mal eine Lageanalyse, so wie man es im Militär macht. Und das fangen wir eigentlich schon damit an. Was ist denn passiert? Also jetzt springen wir mal gedanklich gesehen in das Jahr 1943. Dort wurde das sogenannte Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, kurz SHEF, Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte, gegründet. Das war Ende 1943. Das waren die vereinigten Stabschefs hauptsächlich der Amerikaner, der Briten und der angeschlossenen Truppen, nochmal wie die Kanadier, Australier, die also in Europa dann auch tätig waren. Oberbefehlshaber war General Eisenhower, Dwight D. Eisenhower. Über den könnte man alleine die ganze Sendung machen, bloß einfach mal hier jetzt die Fakten. Und das bekannte Ärmelabzeichen ist eben dieses schwarze Schild mit dem Michaelsschwert, mit den roten Flammen und eben den Regenbogenfarben Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau oben drüber. Also das Die Zeichen, Decke genau, da sind der wir, vielleicht hat es auch durchaus eine Analogie. Mal gucken. So, und was haben die gemacht? Also erst einmal wurden die in England stationiert und tatsächlich wurde Chef am 14.07.1945 nach der Kapitulation und auch des siegreichen Feldzuges gegen die deutsche Wehrmacht aufgelöst. Das ist ganz wichtig zu wissen. Man hat es dann in eine andere Struktur überführt. Man hat oder unter diesem Hauptquartier tatsächlich in England auch schon vorbereitet, die
oder das besetzte Deutschland. Also man ging von einem Sieg immer aus. Man hat also die Landung in der Normandie geplant. Man hat hier die Koordination der Marine, der Luftwaffen und eben auch der Landstreitkräfte gehabt, hat diese Landung geplant. Und wo man also über den Kanal drüben war, hatte man dann tatsächlich mehr oder weniger das Ziel ja vor Augen. Und man hatte die Planung, eigentlich wollte man Weihnachten fertig sein. Das hat sich dann nochmal um ein halbes Jahr hinausgezögert. Und hat also dann tatsächlich mit der Kapitulation der Wehrmacht diesen Generalstab, und es war ein Generalstab, aufgelöst und in andere ein oder beziehungsweise in andere Formationen aufgeteilt. Wichtig, was auch noch mit viele auch, denke ich, übersehen, das ist diese sogenannte Omgus-Oper oder beziehungsweise Geschichte. Omgus war die zivile oder beziehungsweise war die Militärregierung, die man dann eingesetzt hat, also sprich einen Militärgouverneur und auch eine ja, mehr oder weniger Verwaltung eingesetzt hat, um das ehemalige Deutsche Reich, also was man besetzt hat, überhaupt wieder zum Laufen zu bringen. Also das war die Organisation dann dieses Omgus oder dieser Omgus-Struktur. Das Militärische war dann weg. Es war also nicht mehr notwendig, Kriegspläne zu machen, weil man war ja siegreich, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und erst danach hat man dann wieder angefangen, die amerikanischen Streitkräfte, das war dann USFET, zu organisieren. Und ab 1952 wurde es USEUCOM, also sprich United States European Command. Und das ist eines der jetzt insgesamt sechs Zentralkommandos, die die Amerikaner haben. Und das Einzige, was bis eben vor kurzem außerhalb der Vereinigten Staaten gelegen sind, die anderen sind alle in Amerika drüben. So, habe ich irgendwas? Ich denke, bis dahin ist es klar, oder beziehungsweise siehst du da noch Bedarf, dass man da noch ein bisschen was nachschieben müsste? Nee, wir sollten aber jetzt in einen Punkt kommen, so viele sehen ja darin Hoffnung. Also okay, Historie, gut, okay. Viele sehen ja Hoffnung in Schärf, die sagen, hey, guck mal, Wappen ist jetzt verändert worden, reaktiviert worden, da wolltest du bestimmt was zu sagen, gell? Und noch, ja. Und genau, auch dieses Thema mit dem Wappen. Also die Amerikaner haben das Wappen, also es ist nicht wieder reaktiviert worden, sondern es ist ein ähnliches oder bis auf den Hintergrund, das kennen wir alle, dann wurde der schwarze Hintergrund durch einen blauen ausgetauscht, aber sonst wurde es wieder angeglichen, zumindest auch wieder dieses Schwert. Und das war ja seit Anfang letzten Jahres, dass dann plötzlich auch auf Facebook etwas geändert worden ist. Sprich, es hieß dann Regierungsorganisation und vieles andere. Und die Hoffnung, und wir können es nicht ausschließen, aber ich möchte es zumindest einfach mal darstellen, dass man wirklich wegkommt von diesem Gedanken, im Hintergrund hat jetzt das US-Militär hier alles übernommen. Das kann sein, ich glaube es nicht. Und vor allem, dass die uns unbedingt friedlich gesonnen sind. Das ist das Nächste. Schäf war niemals für die Deutschen da, sondern das war die Organisation, um militärisch das Deutsche Reich zu bezwingen. Es war ein Generalstab. Die haben tatsächlich Pläne gemacht, wie man hier rüber geht, wie man letztendlich den größtmöglichen Schaden anrichtet. Da verweise ich dann vor allem auch auf das letzte Video vom Symmetrischen Krieg. Also sprich, was wurde alles eingesetzt? Da waren die Luftangriffe dabei, da waren die Bombardierung der Infrastruktur und viele andere Dinge. Und Eisenhower war aber auch derjenige, und da verweise ich auf unseren lieben William Toll, der auch das Thema mit den Rheinwiesenlagern überhaupt erst möglich gemacht hat, weil unter seiner Ägide wurden diese Lager eingerichtet. Das muss man ganz klipp und klar dazu sagen. Also aus meiner Sicht, historisch gesehen, war das Supreme Headwater nicht unser Freund. Ob es heute so ist, ich habe eine These, dass 2020 wurden ja auch wieder Großmanöver angesetzt durch die Vereinigten Staaten, die so lange Zeit nicht mehr gegeben hat, die sogenannte, also das sogenannte Defender 2020, jetzt Defender 21. Das sind Verlegeübungen, also offiziell Verlegeübungen größerer amerikanischer Truppenverbände von dem Heimatland nach Europa zurück. Und die haben eine Tradition. In den 70ern fingen die sogenannten Refogger-Manöver an. Das waren also auch Großmanöver der Vereinigten Staaten, indem sie militärische Truppenteile tatsächlich aus Amerika
über den Atlantik rübergeschippert haben, die in den verschiedenen Häfen ausgeladen haben, Personal eingeflogen haben. Es gibt also drei große Depots, also War Depots, wo also unheimlich viel Material liegt. Also da sind Fahrzeuge, Panzer, Flieger, alles Mögliche ist da drin. Und das Personal wird nur eingeflogen, dass man also die Front sehr schnell verstärken kann. Die gibt es heute noch. Es ist auch was in Norwegen beispielsweise. In Israel gibt es ein sehr großes, das hat jetzt mit uns weniger zu tun, aber das ist das größte außerhalb der Vereinigten Staaten und Europas. Ist auch eine ganz interessante Geschichte, wenn man das mal anschaut. Und dort liegt also alles drin. Munition und so weiter und so fort. Und diese Depots sind also dafür da, eben Truppen auszustatten und die wären dann mehr oder weniger sofort an der heißen Grenze zur Verfügung gestanden. Du hast das Stichwort gesagt, Depots. Wo hast du Depots? So. Wenn du jetzt einen klassischen Frontlinienaufbau nimmst, wo hast du Depots? Ja, die Depots habe ich immer nicht direkt an der Front, sondern zumindest im Hinterland, also auf gut Deutsch im gefechtsnahen Hinterland. Also was jetzt tatsächlich bei uns der Fall war bei uns sind, ich gucke jetzt gerade nochmal, wo die sogenannten War Reserve Stocks sind. In Deutschland haben wir, also das, was uns bekannt ist, für die Amerikaner haben wir Dülmen, Mannheim und Zutendal. Das ist irgendwo in Belgien, in der Region Flandern. Und das sind also drei große Depots. Und von diesen Depots wäre auf die vor allem süddeutschen Grafenwöhr Training Area, Truppenübungsplatz Bergen und Truppenübungsplatz jetzt in Pommern drüben, in Drawsko in Polen, würde das Material dort mit Zug und Schwerlasttransport sofort hintransportiert. Da könnte das man durchaus aufpassen. Okay, das finde ich sehr spannend, was du da jetzt sagst. Ne? Wenn wir uns jetzt, so verstehe ich dich, wir wollen uns die Rolle von Chef mal angucken. Viele jetzt, Beispiel Q-Narrativ, haben ja da eine unheimliche Hoffnung rein in eine Errettung. Du hast bereits angekündigt, sie wurden feindlich gegründet. Sie hatten einen feindlichen Auftrag gegen Deutschland. Warum sollte der jetzt anders sein? Ja, weil die Amerikaner ja unsere Freunde sind, haben wir ja gelernt die letzten 70 Jahre. Trotzdem kann man das Ganze ja dann mal in Frage stellen. Und wir kennen geopolitische und geostrategische Einflüsse genug, um das Ganze ein bisschen sachlicher mal zu betrachten. Und wenn wir alleine schauen, was seit der Wende an Kasernen geschlossen wurde, nach dem Warschauer Pakt, wie sich das umgruppiert hat, dann findest du jetzt momentan recht deutlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Masse der amerikanischen Basen verbleibend linksrheinisch. Es gibt ein paar Sachen rechtsrheinisch, aber die Masse ist linksrheinisch. Da, ich denke dann so an Rammstein und so weiter als Drehscheibe bis in den Nahen Osten herein. Wir haben hier in der Nähe, haben wir zum Beispiel auch Erbenheim, ist rechtsrheinisch. Erbenheim als Flugplatz in der Nähe von Frankfurt-Main. Ich bin persönlich auch davon überzeugt, dass da direkt an den Hauptflughafen eine unterirdische Untertunnelung ist, natürlich. Genauso wie ich aus sicheren Quellen weiß, dass es Verbindungen dann gibt nach Wiesbaden rein. Da sind die Truppen, Krankenhäuser, die auch dann aus dem Nahen Osten eingeflogen werden. Wir haben die Seltsamkeiten um Stuttgart 21, die ich zumindest sehe, mit Bauarbeitern und Unterkellerungen. Wir haben dasselbe in Berlin drüben. Ich möchte damit an, warum spreche ich das an? Weil ich jetzt verhaspeln wir uns aber in einem anderen Thema gerade. Gell? Jetzt, okay, machen wir. Komm, wir folgen dem Ding. Ich wollte eigentlich, egal. Mir entblößt sich da, ich bin da seit längerem dabei, dass ich sage, wir haben es hier wahrscheinlich mit einem, ich vermute da ein Untertunnelungssystem. Jeder, der Infrastruktur militärische betreibt, möchte seine Truppen natürlich unangetastet soweit verlegen können. Von daher würde im Ernstfalle, von daher würde es mich nicht wundern, wenn zum Beispiel zwischen Erbenheim und Rammstein, zwischen Erbenheim und Stuttgart, zwischen Stuttgart und Grafenwöhr, wenn dort überall natürlich Untertunnelungen sind. Es ist nicht nur eine reine Vermutung von mir. Ich habe Augenzeugenberichte, sehr, sehr verlässliche, zufällig entstanden, jetzt auch durch, will ich nicht näher, aber ganz
die sehr überrascht mir erklärt haben, dass sie in Wiesbaden in militärischen Komplexen drin waren. Da ist man mit dem Aufzug in den Keller gefahren, dann ist man unten umgezogen, ist nochmal 10 Stockwerke nach unten gefahren und befand sich dann an einer unterirdischen Autobahn, ja, von Wiesbaden weggehend. Gut, das sind, gut, was will ich damit sagen? Ich habe seit längerem, und da gibt es auch ein paar Lila-Videos von mir, sowieso den Verdacht, dass wir in so einem Rückraum drin sind. Ja. Aus der ehemaligen Front Warschauer Pakt hat man dann 1990, wo auch diese UFO-Welle war, TR-3B mal als Beispiel, ja, auf einmal sind die Dreiecksdinger überall rumgeflogen, Marc, ja, für mich auch eine strategische Verlegung, deute ich so, ja. Ja. Hat man hieraus einen Rückraum gemacht. Und jetzt sind wir eigentlich, damit sind wir genau am Punkt, dass Amerika hier natürlich geostrategische Interessen hat und der Schluss doch naheliegt, dass die das wahren wollen. Oder wie die tun ja jetzt nicht uns einfach, warum sollten sie uns eine Freiheit zurückgeben, wenn sie doch ihre eigenen Interessen hier wahren und auch die Soldaten weiter da sind. Hier sind Atomwaffen stationiert. Ja. Die müssen geschützt, verwaltet, repariert bzw. instand gehalten werden und einsatzbereit. Das ist das eine. Das sind diese, glaube ich, 20 oder heißt zumindest, wenn wir da mal konkret drauf eingehen, diese 20 B61 Atomsprengköpfe, also Freifallbomben, die ja dann auch nochmal für irre Geld modernisiert worden sind. Wo ich mich frage, also für eine Freifallatombombe so viel Geld auszugeben, gut, okay, aber. Wer weiß, wie die Buchhaltungstricks da drüben laufen. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist, es laufen auch in der Bundeswehr momentan ja wieder Zertifizierungsabläufe, damit diese Waffen wieder eingesetzt werden könnten, theoretisch. Der sogenannte Atombombenträger, der Tornado, ist jetzt langsam am Ende seiner Laufzeit angekommen nach über 40 Jahren. Das ist für ein Flugzeug schon sehr viel. Und da waren auch nicht alle zertifiziert und beim Eurofighter sind sie meines Wissens noch nicht ganz durch. Vor allem, die fliegen ja auch nicht alle, weil da irgendwelche Kabelbäume nämlich nicht so wirklich funktionieren. Aber das nur am Rande. Vielleicht, dass man das einfach mal im Hinterkopf behält. Und wenn wir jetzt mal zu diesem Rückraum kommen, also tatsächlich Rückraum heißt, wie du schon sagtest, linksrheinisch, rechtsrheinisch. Man hat hier also seine Depots, die sind da, die sind gefüllt bis zum Bersten. Und das, was wir an Material gesehen haben, zumindest das, was uns so gezeigt worden ist und was auf der Schiene und auf der Straße ist, und das ist ja auch nicht erst seit letztem Jahr, sondern schon im Jahre 18, 19 beobachtet worden, dass unheimlich viel Material in den Osten verschoben worden ist. Und man sollte das nicht unterschätzen, da gehört es nämlich definitiv nicht hin. Zumindest auch nicht mit dem, was man ausgemacht hat. Und jetzt bringe ich vielleicht mal meine These an, wirklich ganz nüchtern und da soll jetzt auch bitte keiner irgendwo sofort einen Herzkasper bekommen, sondern wirklich einfach nur mal die Fakten anschauen. Man kann sich da auch ohne Probleme mal die Seite der US Army angucken. Dort prangt nämlich dieses neue Chef-Logo, wobei es für mich nicht das Chef-Logo ist, sondern tatsächlich ist das jetzt das Abzeichen US Army Europe and Africa. Und man hat dieses Badge, wie man das ja normalerweise nennt, auch bei verschiedenen Übungen gehabt oder beziehungsweise da ist es mit dran, die dann, was weiß ich, Saber Junction und sonst wie heißen. Das kann man sich mal angucken und dann hat man einfach mal einen anderen Blick da drauf. Wichtig auch, weil ja dort zum Teil auch deutsche hohe Offiziere in Befehlsstrukturen mit eingebunden worden sind, wo ich mich auch natürlich frage, was machen die da? Auch nochmal hier einschieben, ganz klare Lagebeurteilung, kein deutscher Offizier über den Majorsrang wird Major, ohne dass die Vereinigten Staaten in irgendeiner Art und Weise zustimmen. Das heißt, die meisten, spätestens ab Oberstleutnant, waren auch auf irgendwelchen War Colleges in den Vereinigten Staaten, haben dort zum Teil Lehrgänge gemacht, Generalstabslehrgänge und andere Dinge. Auch bei den Österreichern, also ich habe mal nachgeguckt, beim Oberbefehlshaber der österreichischen Heeresstreitkräfte, der hat seine Ausbildung am War College in Rom erhalten, also NATO-Struktur. Und wie gesagt, die deutsche Generalität, so gut wie alle, waren in Amerika drüben und sind dort sicherlich auch von vorne bis hinten durchleuchtet worden und sind auch nur in dieser Position, weil der große Bruder über dem Teich das so möchte.
Ja, also Und das Will kommt. Wimmer, das hast du auch mitbekommen damals, gell? Wo der das geschildert hat mit der Übung. In Wimmel. Der Willi Wimmer Ach in so, den 80er das. Jahren. Ja, genau. Das Ja, habe ich mitbekommen, ja. das gibt uns ja auch einen Hinweis auf die Rollenverteilung, die ist ganz klar. Der wird ja damals auch angewiesen, dann als quasi Mitbefehlshaber, seine genaue Rolle ist mir, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, eine Atombombe dann über Deutschland abzuwerfen als Übung, weil geübt wurde, der Warschauer Pakt, die NVA bricht gerade durch und will jetzt Westdeutschland besetzen. Und da hat die Übung ja vorgesehen, dass dieses Vorgehen jetzt unterbunden wird, man also Atomwaffen einsetzt. Er hat sich damals geweigert, gibt es alles, hat er selbst schon zum Protokoll gegeben. Aber das zeigt eben auch klar, einfach was man mal rausarbeiten gesagt haben sollte, Deutschland hat eine Rolle, es geht nicht nach unseren Prämissen, sondern es hat eine Rolle, eine Zweckzuweisung auf diesem geostrategischen Schachbrett und die ist jetzt nicht menschenfreundlich. Ja? Einfach, dass man das einfach mal wieder in die Hirne bringt, an Fakten. Ja? Ja, also weil du jetzt gerade im Willy Wimmer reinbringst, das war tatsächlich die sogenannte Vintex-Übung 1986. Also das war eine Das kann Stabsübung. sein, ja. Und warum er jetzt seine Zustimmung zurückgezogen hat, damals noch in Absprache mit Helmut Kohl. Und die sind dann auch ausgestiegen, weil das NATO-Hauptquartier damals den Einsatz für Nuklearwaffen gegen Dresden und Potsdam erbeten hat. Also sprich, man hat da gefragt, ist das in Ordnung, wenn wir oder wenn wir zwei Städte im Osten einfach pulverisieren? Ach so, Und andersrum. Wie soll? Ah, okay, alles klar, gut, genau. ja. Also sprich, und damit haben die gesagt, nein, da machen wir nicht mehr mit und sind ausgestiegen. Also das ist einfach nur zu ihm. Man kann das bei ihm in seinen Videos, die es da also auch zahlreich gibt, kann man das immer, oder wird er das, sagt er das auch immer wieder und erklärt es. Und das ist wichtig, das Verständnis. Also das, was man in den 80er Jahren hatte, wo ja durchaus dann auch schon Tauwetter war, wobei 83 war ja diese große Übung, wo ja, glaube ich, der Ostdeutsche Die Spion, auch noch mal hätte schief gehen können, ja, wo es ne? also ganz kurz davor stand, Genau. das waren also so Geschichten, ja, einfach nur mal rauszustellen. Die US-Army ist nicht unbedingt unser Freund. Also das einfach nur im Ja, Hinterkopf und behalten. jetzt auch nochmal, um das nochmal im geschichtlichen Kontext klarzustellen. Wir hatten damals eine innerdeutsche Grenze, die war zugleich auch, ist für uns normal, aber für jüngere Zuschauer eben nicht, war das zwischen Warschauer Pakt und zwischen NATO damals eben die Grenze. So, das Ja. war heiße Front. Ja? Und jetzt diese Grenze, siehe Friedman und andere Geostrategen, die ist ja weiter in den Osten gewandert. Die wird ja aufgebaut jetzt hinter Polen. Wir haben diese Visegrad-Staaten. Wir haben einen Friedman, der ein Cordon Sanitaire errichten will von Riga bis Odessa, also diese Trennung Deutschland-Russland. Warum sage ich das? Haben wir ja öfter schon gesagt, weil die Front ist einfach weiter gewandert und die strategische Frage auf dem Schachbrett ist ja dann, was mache ich jetzt mit Deutschland? Ist ja weiter im befriedeten Rückraum. Und da sind wir längst nicht bei. Also, ich setze mal eine Arschbombe wieder in den Pool. In so einer Situation dann zu sagen: Yippie-Aye, wir haben Chef reaktiviert, bleibt mal bei dem Wort, damit es euch jetzt allen gut geht und Geostrategie spielt keine Rolle mehr, ist eigentlich derartig hanebüchen. Ich verstehe gar nicht, warum das so populär ist. Ja. Ich weiß, das ist jetzt sehr provokant gesagt, aber. Ja, aber sehen wir das nicht nur provokant gesagt, sondern wirklich einfach mal nüchtern betrachtet, was war das? Aber um das heute zu verstehen, woher diese Provokation, also ich denke, wir sind da beide gleich viel provoziert. Und ich hatte das am Anfang auch mal etwas anders gesehen, weil ich mir gedacht habe, ja, könnte sein, vielleicht ist da tatsächlich was im Hintergrund und es werden irgendwelche Leute rausgenommen. Das hätte sein können unter einem Donald Trump, wenn denn das Militär tatsächlich das tun würde. Aus meiner Sicht ist aber die US Army eine, ja, es ist keine Verteidigungsarmee, sondern es ist eine Kolonialarmee. Also sprich, es ist eine imperiale Armee, so ist sie aufgebaut, um Feldzüge zu machen, um Länder zu besetzen und letztendlich um politische Interessen durchzusetzen. So ist sie aufgebaut. Das ist kein Verteidigungsinstrument wie vielleicht die Schweizer Armee oder auch ein österreichisches Bundesheer, die ganz anders ausgerichtet sind, sondern wir haben es hier mit einer tatsächlich aggressiven Formation zu tun. Allerdings eine, wie wir rausgearbeitet haben, eine, die immer schwächer wird, Afghanistan-Sendung.
und den Vakuum zieht. Das haben wir auch, Marc. Das kommt noch mit dazu. Also nennen wir es mal ein, ich würde fast sagen, ein weitwundes Tier. Also von ihrer Konzeption her ist es so aufgebaut, die auch natürlich logistisch, denke ich, immer noch mit zu den Top, da kann man durchaus auch sagen, Logistikunternehmen auf dieser Welt gehören, weil die können Dinge bewegen, so schnell schauen andere gar nicht. Also da sitzen wirkliche Experten drin. Allerdings muss man auch dazu sagen, es ist wahrscheinlich der größte, das größte Loch, wo Geld drin verschwindet, was man sich auch nicht vorstellen kann. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Irgendwann dieses Ding ist so groß geworden, dieser Moloch, Staat im Staat, kann man durchaus sagen, dass die gar nicht mehr wissen, wo ihre Gelder überhaupt überall hin versickern. Ja, also ich glaube, es ist auch durchaus zu vermuten, dass in diesen Depots nicht wenige Bargeldsummen liegen für einen Fall X. Also wer weiß, ob die da noch sind. Und wer sich daran erinnert, Rumsfeld hatte am 10. September 2001 ein Gespräch im Pentagon und hätte erklären sollen, wo denn 2 Trilliarden US-Dollar hingekommen wichtig, sind. Ganz wichtig, ja. Am nächsten Tag hat es keinen mehr interessiert. Also von dem her, das sollte man immer... Es ist ein Grundprinzip, es werden immer mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Grundprinzip, dass der Hintergrund möchte, wenn sie Aktionen machen. Ja. Also gut, meine Meinung alles nur, ja klar. Woher kommt eigentlich auch diese Erzählweise, dass man auch sagt, Q, das Militär bringt jetzt die Freiheit. Denke drüber nach, das Militär ist gut, das Militär bringt uns zurück. Also ich komme aus Zeiten, wo Militär auf der Straße immer hingedeutet hat auf einen Bananenstaat. Ne? Alte Tim und Strubi-Hefte, irgendwo in der Karibik, hast du die MPs am Flughafen, dann weißt du, hier läuft es alles nicht ganz rund. Wir haben jetzt soweit überleitend schon mal vielleicht ein bisschen zur Lage hier, ja, dann auch ein Generalmajor, der einen ständigen Krisenstab besetzen soll. Das weist ja auch so auf eine Normalisierung, also eine Scheinnormalisierung der Lage hin, auf einen Dauerzustand. Wir werden das hoffentlich nachher auch noch anhand der Gesetze sehen, dass auch von Ausnahmezuständen und Ausnahmeregierungen jetzt übergeleitet wird in ein neues Normal-Dauerausnahme. Ja, das machen wir nachher vielleicht bei den Gesetzen. Wir sehen es auch mit diesem Krisenstab. Also stimmt mich sehr bedenklich, wie man jetzt dann sagen kann, das Militär, sobald das Militär die Bühne betritt, kommen wir in die Freiheit zurück. Ich empfinde das ganz anders. Sehe ich genauso, weil wenn ich mir überlege, dass der Tag kommen sollte und tatsächlich man irgendwelche Checkpoints hätte, ja, dann machen die irgendwelche Dinge zu. Also sprich, man möge sich das nur mal vorstellen, dass du auf der Autobahn bist und plötzlich hast du dort eine Betonabsperrung drin und da stehen dann, was weiß ich, 2 Dingos oder 2 irgendwas oder so wie sie es an der bayerischen Grenze nach Österreich, Salzburg herunter auch schon haben, wo du plötzlich Zelte hattest, das wurde oder die Autobahn wurde verengt und dann hast du Checkpoints. Ja? Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob da Polizei steht und dich noch höflich bittet um irgendwas oder ob du dann dort irgendwelche grün uniformierten siehst, die mit einem ganz anderen Habitus auftreten und wo ein Fahrzeug steht, wo vielleicht ein schweres MG oben drauf ist, was dir unmissverständlich sagt, da machen wir jetzt mal keine Spielchen mehr. Und es ist, ne, also allein diese Vorstellung, es ist was anderes, wenn wir jetzt mal den ganz utopischen Fall hätten, dass sich vielleicht, wie es in Österreich durchaus der Fall sein mag, wo sich Teile des Militärs entscheiden, eine Insubordination durchzuführen und zu sagen, wir machen hier nicht mehr mit. Auch hier gibt es sicherlich Teile in der Bundeswehr, die sagen, wir halten uns an unseren Eid, den wir mal abgelegt haben, und der sieht das nicht vor. Und die würden hergehen und sagen, so, jetzt schließt sich eine Kompanie zusammen und sagt, oder der Oberbefehlshaber von der Kaserne sagt, wir machen da nicht mehr mit. Die Leute, die auf meiner Seite sind, rechts raustreten, die anderen bitte können nach Hause gehen und keine Ahnung, wir ziehen jetzt nach Berlin und besetzen das Regierungsgebäude. Das wäre ein Putsch. Also sprich, was aber bei uns aus meiner Sicht so nicht funktioniert, genauso wie ein Oberbefehlshaber jetzt auch nicht einfach hergehen könnte und sagt, so, Panzer aus Augustdorf, bitte auf die Bahn und wir fahren jetzt gegen Berlin und wir umstellen jetzt das Kanzleramt. Das wird nicht funktionieren. Alleine von der Struktur her, sondern wenn, dann könnte das nur eine kleine Gruppe sein. Siehe Türkei,
was... Genau, eine Abspaltung dann. Also genau, wir haben ja bestehendes Besatzungsrecht immer noch, 125 Grundgesetz, grundsätzlich einmal, ja, und damit auch Recht, dass fremde Truppen hier agieren können, auch wenn das immer wieder verneint wird, immer wieder gesagt wird, es ist so, es ist, wir haben immer noch Besatzungsrecht und wir haben dort eingegliedert, oder nicht im Besatzungsrecht, aber wir haben eingegliedert eine Bundeswehr innerhalb der NATO. Wenn solche Dinge passieren sollten, wären es immer, Stand heute, Abspaltungen von der offiziellen Gangart und Linie. Es wären immer kleine Grüppchen, ja? Ja. Und die so etwas tun. Also, ne. Und dann haben wir noch so ein Thema, wenn wir jetzt gerade bei fremden Truppen sind, die sich hier bewegen dürfen. Viele haben das gar nicht mitbekommen, also vielleicht die Leute, die jetzt eher so im Nordwesten oben wohnen, da wo mal die Briten ursprünglich ihre Truppen stationiert hatten, also in der ehemaligen britischen Besatzungszone, das war da oben so Lüneburger Heide herum die Ecke und die sind ja fast komplett abgezogen. Da gab es einmal die sogenannte BAOR, also die British Army of the Rhine, das war eine große Formation, die wurde dann in den 90ern immer kleiner und ist jetzt fast komplett weg gewesen. Und vor ein paar Wochen, glaube ich, oder es sind noch nicht mal 2 Wochen her, kam also die Meldung, dass die britische Regierung jetzt Deutschland auch wieder als Drehscheibe nutzen will, ja. Gepanzerte Kräfte in den Osten zu verschieben. Und jetzt komme ich dann auf dieses Chef-Hauptquartier wieder zurück. Also Chef gibt es in dem Sinn nicht mehr, sondern es gibt letztendlich nur noch ein US-EUCOM oder etwas, was vielleicht so ist. Und da ist die Frage, wenn Schäf in den 40ern aufgestellt worden ist, um die Anstrengungen der Vereinigten Streitkräfte Großbritanniens und Amerikas für die Landung in Zentraleuropa vorzubereiten, hat man die tatsächlich vielleicht wieder neu aufgelegt und hat gesagt, naja, diesmal sind wir schon hier, aber wir haben einen anderen Gegner. Und das jetzt bitte ganz vorsichtig. Das ist nur eine These, wo ich sage, ich sehe gewisse Analogien, die sein können, nicht müssen, sondern einfach nur vor dem Hintergrund, vielleicht ist es eine groß angelegte PSYOP, um das zu verschleiern, dass man hier eine Vorbereitung trifft. Ich sage nicht, dass die Vorbereitung auch am Schluss in Erfolg münden wird, definitiv nicht, sondern dass man das vorbereitet. Soldaten tun das, was ihnen befohlen wird von ihren Auftraggebern und die hocken nun mal in Washington beziehungsweise in der Downing Street, also von den beiden. Und wenn die Briten jetzt anfangen, auch wieder Truppen darüber zu schicken, wir reden jetzt da nicht von Massen, sondern die Briten haben tatsächlich im Moment, glaube ich, 200 Challenger-Kampfpanzer, die sie gerade noch fahrbereit haben. Das sind 4 Bataillone, das ist auch nichts. Und ein paar Panzergrenadiere, aber die werden vorbereitet und die werden darüber geschickt, also Richtung Polen. Und dann haben wir dieses andere Thema, dass die Ukraine jetzt die letzten Wochen, zumindest sind das die Meldungen gewesen, einen Großteil ihrer Armee in der Region um den Donbass wiederum massiert haben soll. Ich sage ganz klipp und klar haben soll, weil ich bin nicht dort, ich kann es nicht beweisen. Die Russen wiederum haben auf ihrer Seite, ihrer Grenze, das Ganze auch wieder hochgefahren mit der ganz klaren Marschrichtung, sollte die Ukraine gegen diese Republiken vorgehen, würden sie im Falle dessen eingreifen. Und das wiederum würde dann auch zum Kollaps der ukrainischen Armee führen. Und das wiederum hieß es ja auch, und wir hören diese Kriegstrommeln momentan ja unheimlich, wo es ja heißt, was weiß ich, Russlands Pläne gegen, Einmarschpläne in Litauen, Lettland und sonst was, das ist vollkommen uninteressant, weil das nicht im Fokus steht aus meiner Sicht, sondern, und wir haben dieses Thema, dieses Kräftemessen an der weißrussischen, polnischen Grenze, wo auch ganz klar ja auch von, oder wo die Briten ja auch Soldaten hingeschickt haben, wo ich mich frage, was machen die da? Das Briten Polen verteidigen, das ist schon mal nicht gut gegangen. Ja, es ist eigentlich sonnenklar. Da wird genau jene Grenze jetzt bestückt mit Mensch und Material, die man vorher bei den Geostrategen genannt bekommen hat. Also die kleinen Aktionen sind einordnenbar in das große Bild. Der Tol hat sich da auch vor einiger Zeit ja schon vor Monaten geäußert, dass Kiew im Grunde die Falle ist, der Putin muss dahin, es ist zu nah an seinen Grenzen dran. Und diesen Joker spielt man jetzt einfach aus. Und ja, ich bin 100% d'accord mit dir. Wir sehen momentan hier ein
na klar, ein Informationskrieg. Man spielt immer auf mehreren Ebenen und letztendlich kommst du nicht dahinter, was für was hier passiert. Aber ich denke, dieses Grobbild, das hat man soweit rauskristallisiert, ja. Die neue Front, die Bestückung der Front. Auch hier nicht weit weg von mir sieht man vermehrtes Truppenaufkommen, englische Panzer, und ich bin vollkommen bei dir, warum fragt da auch keiner nach, warum laufen hier eigentlich, wie können hier eigentlich diese Truppentransporte durchlaufen, warum sind weiterhin Amerikaner hier stationiert und müssen dies in keiner Weise verhandeln mit einer Regierung, und was sagt das über die Kompetenzen unserer Regierung gegenüber diesen Amerikanern oder Briten? Wer bestimmt hier und wer nicht? Also das geht schon klar in die Richtung pro Chef und auch pro Kompetenz von Chef, um hier zu regeln im Hintergrund. Um jetzt mal auf das größere Bild dann zu kommen. Wir haben uns jetzt sehr, sehr lange mit Chef beschäftigt. Also sag mir was dazu. Ich finde schon, es gibt Hinweise, dass die hier sehr starke Kompetenzen, regierende Kompetenzen haben. Das auf jeden Fall aus meiner Sicht. Bloß welchen Auftrag verfolgen die? Weil wenn ich sage, die können hier, oder wie du das schon richtig darstellst, die können hier machen, was sie wollen, in einem gewissen Maße. Also ja. Sprich, sie können Material durchziehen, sie können die Straßen nutzen, sie können die Flughäfen nutzen, sie können die Infrastruktur nutzen. Ohne, dass sie irgendjemand fragen müssen. Das ist mal Punkt 1. Außer, dass sie vielleicht nochmal die Feldjäger fragen, ob die irgendwo eine Kreuzung absperren können, wenn sie da mit was Größerem durchfahren. So, das ist das eine. Das geht, weil das Rechte sind, die sie noch haben oder beziehungsweise niemals aufgegeben haben. Die zweite Sache ist die, dass wir hier ja auch mal von Verwaltungsleuten gehört haben. Letztes Jahr, dieses Jahr, es kommen 600 deutschsprachige Verwaltungsangestellte oder der US Army kommen hier wieder ins Land, wo ich mich auch frage, was haben die hier zu tun? Selbst wenn sie jetzt nicht Deutsch sprechen, aber 600 Mann, um eine Verwaltung wieder aufrechtzuerhalten. Also hier funktioniert die Verwaltung vielleicht sogar übergut. Und das erinnert mich auch wieder an die Historie, wo man sich ja auch schon Gedanken gemacht hat, wir nehmen die Experten vorher raus oder beziehungsweise wir bilden vorher schon Stäbe dafür, damit wir ein besetztes Land ja weiterhin verwalten können. Also das heißt, entweder wir übernehmen die Verwaltung, die existiert, und lassen die weiterlaufen. Ja, also Deutschland nicht notwendig. Oder ich gehe her und sage, ich habe die Verwaltung abgesetzt und baue eine rudimentäre Verwaltung für den Moment auf, wo ich das Ganze hier übernommen habe. Also sprich, wo ich von einem Sieg ausgehe. Oder nehmen wir mal das Beispiel Irak. Man ist rein nach Bagdad. Man hat damals alles kurz und klein geschossen. Man hat die Verwaltung dort sehr schnell ausgetauscht. Und man hat erstmal Experten reingesetzt, damit die Bevölkerung überhaupt versorgt werden kann. Aber wenn man sich da auch die Bilder anschaut, das war kein Zuckerschlecken, weil die ersten Jahre, wo es Green Zone, Red Zone und sonst was gegeben hat, hast du als Zivilbevölkerung da mal überhaupt nichts zu lachen gehabt. Auch nicht in Afghanistan. Also das muss man auch dazu sagen. Ich finde es gerade ein bisschen lustig. Wir reden im Grunde darüber, auch über die Frage, wer regiert uns denn gerade? Ja. Wer zieht denn jetzt hier welche Fäden? Vielleicht im Hintergrund, vielleicht im Vordergrund. Und jetzt überleg mal, wir können diese einfache Frage, wer regiert uns gerade, meiner Meinung nach nicht beantworten. Ein Mainstreamer sagt jetzt totaler Quatsch. Ich kann sie dir nicht beantworten. Ja, genau. Ja. Und jetzt geht es nämlich um die Frage dann auch dabei, wie ist das denn möglich, dass wir so einen Zustand geschaffen haben? Oder dass wir jetzt in so einem Zustand leben? Ja. Wenn wir jetzt da rausgucken, noch vor, sagen wir mal, 2 Jahren hatten wir zumindest formal einen klaren Aufbau, einen echten Aufbau. Ja. Der ist jetzt einem, ich möchte sagen, rechte Vakuum gewichen, in dem jetzt, ich getraue mich kaum das Wort zu sagen, weil du gehst dann voll ab gleich, wo überall Handelsrecht ist, ja? Ja. Wo überall Privatvereinbarungen gelten, wo Kaufverträge quasi und Angebote und Annahmen gelten. Das haben wir jetzt statt eines vorher Staatsrechtes. Ja? Wir können jetzt drüber reden, das Grundgesetz, sagen dann Kritiker, ist keine Verfassung für die weiteren Dinge.
ich behandle hier das Grundgesetz jetzt einfach als unsere Verfassung. Punkt. Und gehe jetzt nicht weiter in diese Diskussion. Einfach um darzustellen, schematisch darzustellen, dass wir vorher dann ein Staatsrecht hatten. Das heißt, ein Staat ist gebunden an seine Verfassung, an die Regularien darin. Und dann ist er natürlich auch souverän über das, was da drinnen steht. Ja. Da hält er sich dran. Und dann hat er seine Legislative, Exekutive, Judikative, und die sind alle drei gebunden an die Verfassung. Das muss man sich als allererstes, das ist mir jetzt ganz wichtig, muss man als allererstes jetzt mal einatmen. Ja? Du hast Organe, die werden gewählt, ob das jetzt in ein Richtergremium ist oder Politiker, und die sind gebunden, the law is the first. Ja? Die sind gebunden an diese Verfassung. Das ist der Vorrang, das ist der Verfassungsvorrang, oberstes Recht. So war das mal. Und dann werden daraufhin, Marc, Gesetze gemacht. Bundesgesetze, das ist so wie so eine Gesetzespyramide, Landesgesetze bis hin zu Gemeindeverordnungen unten. Und die müssen von unten nach oben kongruent sein mit dem Recht. Ich will jetzt auch nicht mit Rechtstechnik langweilen, aber es ist wichtig, um grundsätzlich zu kapieren, was hier eigentlich für ein Zustand herrscht. So. Und dann gibt es immer den schönen Grundsatz der Verfassungskonformität. Das heißt, jedes Gesetz, was du machst, was unter der Verfassung ist, muss natürlich auch im Wesenskern damit übereinstimmen. Jetzt komme ich gleich mal auf den ersten harten Nadelstich dann. Das bedeutet, du konntest jetzt vor 2 Jahren kein Gesetz machen, in dem du Menschenrechte abschaffst. Ja, kannst sie einschränken, dann werden sie geprüft über die Judikative, muss man gucken, geht das mit dem, was wir da an Werten, an Werteordnung festgelegt haben? Und dann, ja, es muss also vereinbar sein. Jetzt ist man hingegangen zum Beispiel mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, da hat man den Paragraphen 28a und b ja eingeführt. Ich mache es ganz kurz, 2G und 3G jetzt. Dann wird es über die Medien erzählt, dann machen das alle mit. Und es gibt in unserer gesamten Medienlandschaft keine Stimme, die fragt, sag mal, ist denn jetzt das Infektionsschutzgesetz verfassungsgemäß, verfassungskonform mit unserem Grundgesetz? Wir haben doch da Werte, Menschenrechte, Gewaltenteilung, müssten wir auch mal gleich noch was zu sagen, haben wir doch definiert. Und keiner fragt es. Und allein das zeigt mir eine riesige Einseitigkeit, ein riesen Vakuum, in dem wir, rechte Vakuum, in dem wir leben. Ja? Oder wie siehst du das? Ja. Ich sehe das ähnlich. Also ich will es auch gar nicht auf das Handelsrecht da großartig abgehen, sondern wobei man da sicherlich durchaus auch sehr lange drüber reden kann, sondern ich möchte da jetzt nochmal anschließen. Du sagst es vollkommen richtig. Es hat hier ein funktionierendes Staatswesen gegeben, nennen wir es mal so. Man kann sich darüber dann lange noch unterhalten und was weiß ich, ob das und jenes und sonst was gegolten hat oder nicht gilt oder sonst was, sondern es hat so funktioniert, es wurde so organisiert und die Verwaltung hat sich daran gehalten und jeder wusste, wenn er in diesem Rahmen etwas macht, dann kann er das tun oder nicht. Und ich glaube auch durchaus, dass es sehr viele ehrbare Staatsrechtler und auch Staatssekretäre oder Landes, wie auch immer, Regierungspräsidenten und sonst was gegeben hat, die sich an diese Dinge gehalten haben und die ganz genau gewusst haben, das können wir tun. Und da kann, was weiß ich, der Ministerpräsident oder der da oben kann erzählen, was er will, weil wir haben hier Vorschriften und diese Vorschriften, denen folgen wir auf den Punkt. Ich sehe das heute noch, dass es durchaus Rechtspfleger gibt, was jetzt zum Beispiel die grundbuchtechnischen Dinge angeht, nur um das als Beispiel zu nennen, die sehr genau prüfen, ob denn der Name wirklich so richtig geschrieben ist in dem Kaufvertrag oder nicht. Und wenn da Fehler drin sind, dann wird mir das... Das ist wieder Privatrecht, Marc. Marc, das ist Privatrecht. Du bist jetzt im Privatrecht. Aber als Beispiel wollte ich das nur zeigen. Ja, aber du bist im Privatrecht. Nee, das ist... Nee. Okay, gut. Du bist im Privatrecht. Also gut. Privatrecht regelt zwischen privaten, juristischen oder natürlichen Personen, wie die sich vereinbaren. Aber wir waren ja im Staatsrecht drin. Also da hast du das Verfassungs- oder Verwaltungsrecht oder das Ordnungswidrigkeitenrecht, gehört da auch mit rein. Also das regelt, wie Staat und Verwaltung den Bürger abgrenzt. Wo darf er eingreifen? Wo nicht? Und da hast du was Wichtiges gesagt. Weil deine Gedanken sind, entschuldige, die sind korrekt, ja. Wenn ich dir jetzt so beurteile. Das hat geregelt, der Staat muss eine Grundlage, eine Gesetzesgrundlage haben, um zu sagen, so, Marc, du tust oder lässt jetzt das oder ich verpflichte dich dazu. Und ich muss dir das jetzt aber dann auch mitteilen schriftlich, du kannst dagegen Rechtsmittel einlegen und ich muss dir sagen, warum ich das meine.
einschränken zu dürfen bei dir. Und dieser Prozess ist komplett verkehrt worden. Man hat ja zum Beispiel jetzt mit 3G, 2G, lässt man das Biest von der Leine und sagt meiner Ansicht nach vollkommen heuchlerisch und bösartig auch, ich ordne jetzt nichts an, sondern ich überlasse es euch, ja, nicht überall, in weiten Teilen. Macht ihr mal, wenn du jetzt Gastwirt meinst, du machst 2G, ich gestatte das und du kannst mal machen, guck mal zu. Ich fördere das, dann brauchen deine Leute sich nicht mal dies, das und jenes zu halten. Aber damit tust du diesen Vorgang, dass du sagst, ich brauche ein Gesetz als Eingriffsgrundlage, was ich begründen muss, vollkommen wegwischen. Jetzt kommt das Nächste, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir sehen momentan, oder wir haben gesehen, es gab diesen 80a Grundgesetz. Der ist sehr wichtig. Ich hole mir den kurz nochmal, wenn ich ihn finde. So, 80a Grundgesetz. Da steht im Grunde drin, dass der, oder ich mach's doch aus der Lameng. Da steht im Grunde drin, dass Verordnungen erlassen werden können, dann, wenn es sehr eng wird im Land, wenn wir einen Verteidigungsfall haben, wenn wir einen Spannungsfall haben, wenn die Bundesrepublik angegriffen wird, hat man da einen Notartikel reingesetzt, um dann über Verordnungen schnell flexibel regieren zu können. Man hat in dieser Krise auf den Bezug genommen. Da hat man dann gesagt, so, wir haben jetzt eine Epidemie, das ist ja eine Notlage und da müssen wir jetzt mit Verordnungen dann am besten mal regieren. Blöderweise waren Epidemien oder sowas nicht im 80a drin. Ja, war nicht vorgesehen, 49. Genau, doof. Hat man dann die Grundlagen geändert und hat sich so hingebogen, dass es gelten soll. Es ist tatsächlich so. Und über dieses Notrecht hat man dann, dass es zwar gibt, aber das für diesen Fall gar nicht da war, hat man dann regiert. Ohne, dass es jetzt, es gab dann Kritik, aber es wurde in der Zeit niemals so überprüft, dass man es wieder abgeschafft hat. Das waren die letzten 1,5 Jahre. Ja. Man hat über Notrecht regiert. Und da hast du jetzt gesehen, was ist ein wesentlicher Pfeiler nach 20 Grundgesetz? Unsere Gewaltenteilung. Also wirklich, wir sind jetzt nicht mehr nur beim Grundgesetz, sondern wir sind beim Wesenskern unseres Grundgesetzes, wo man gesagt hat, das ist jetzt wirklich absolut unantastbar. Artikel 20, ja. Wir haben Menschenrechte, wir haben Föderalismus, wir haben eine Gewaltenteilung. Und mit diesem 80a ist man hingegangen, dass man jede Gewaltenteilung ausgehebelt hat. Einfach um es darzustellen für die Leute, die sich fragen, wie kann das alles so sein? Also für mich ist das ein Staatsstreich, das ist ein Coup. Ja. Ja? Man schreibt sich nun also als Exekutive, Marc, also die Regierenden, die Politiker, die Ministerien, ist alles Exekutive, vollziehende Gewalt. Sind keine Richter, ist auch kein Parlament, ist vollziehende Gewalt. Die schreiben sich über Verordnungen. Verordnungen sind zwar materielles Recht, aber du brauchst dafür keine Parlamente oder so. Schreiben sie sich gerade selbst, was sie brauchen oder haben das die ganze Zeit gemacht. Ja. Ja. Über ein konstruiertes Notrecht selbst sich Gesetze schreiben. Ich weiß nicht, ich kann sowas nur noch Staatsstreich nennen. Und das zeigt dir auch, was hier abgegangen ist die letzte Zeit. Ja, ja. Und vor allem, ich glaube ja auch, dass dieser Staatsstreich, und den kann man durchaus, das kann man so nennen, und da sind wir jetzt nicht die Einzigen, weil wir haben beide uns ein Video angeguckt, was der Robert Stein mit dem Dr. Helmut Röver geführt hat, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, der ja durchaus auch dem einen oder anderen bekannt ist, der ja auch schon mehrere Bücher geschrieben hat, aber der aus dem Verwaltungsrecht kommt und da eben auch eine steile Karriere irgendwann mal hingelegt hat, den man ja dann auch irgendwann pensioniert hat. Es empfehle ich auch jedem, wir geben den Link drunter, sich das mal anzugucken, eben unter dieser Maßgabe, wo also auch, und das ist für mich das Interessante, wo Leute, die tatsächlich in der Verwaltung sitzen, es nicht mitbekommen haben, was hier passiert ist oder wo man das gesehen hat, weil diese ganzen Thematiken mit Notverordnung und so weiter, wie du schon sagst, dazu muss ich lange Zeit vorbereiten, damit ich tatsächlich sauber Leute aus meiner Sicht positionieren kann, die das zulassen oder die das nicht sehen. Also entweder ich setze von vornherein
inkompetente Leute an Stellen, also sprich politische Büttel, da sind wir dann bei unserem momentanen Verfassungsgerichtspräsidenten, dem man ja durchaus eine Nähe zur Politik mehr als nachsagen kann, hat ja mal kandidiert und war ja auch auf der Wahlliste draufgestanden und dann geht er essen mit der Kanzlerin, also sprich, da ist es dann nur noch offensichtlich und für jeden anderen, der in der Verwaltung sitzt oder in der höheren Verwaltung, ich denke, dass dort auch politische Leute reingesetzt worden sind über die letzten, ich sage mal, fast 20 Jahre. Also heißt, hat eine Frau Merkel über 16 Jahre lang diesen Staatsstreich vorbereitet oder vielleicht über 10 Jahre, weil wir haben ja auch schon mal das Thema gehabt oder die hatten das in dem Video. Wie kann denn eine Kanzlerin einfach hergehen und sagen, so ab morgen stellen wir von Atomstrom auf irgendwas anders um? Da möchte ich was sagen zu dir. Das habe ich eben versucht zu sagen mit diesem Gesetzesvorrang. Es ging nach Gesetzen. Ja, und das bindet dann Politiker und es bindet die Juristen und die Parlamentarier. Und jetzt haben wir auf einmal schon im langen Vorlauf, Marc, haben wir gesehen, dass das unterhöhlt wurde. Das ist ganz wichtig, was du da gesagt hast. Du hast es auch bei der Migrationswelle gesehen. Wir hatten ein gültiges Asylrecht, das war ein Bundesgesetz, ja, also nach der Verfassung, zweite Ebene. Und darauf wurde ganz einfach geschissen, weil auf Deutsch aus den, ja gut, ich will, weil Politik dann festgelegt hat, was gilt und was nicht. Also da haben wir auch ohne Not Stand schon das Aufweichen von Recht gesehen. Man hat regiert, man hat festgelegt und dann wäre es normal Rolle der Juristerei gewesen, das zu revidieren. Gut, die braucht manchmal ein paar Monate oder Jahre, ja, dann kommt es zeitverzögert, wie jetzt mit Söder, der Lockdown, der erste Lockdown sei nicht verfassungsgemäß gewesen. Ja, prima, der ist jetzt über ein Jahr her. Das Urteil braucht kein Mensch mehr. Ja, ja. Er kann jetzt dann einen neuen machen mit neuen Prämissen. Ja, okay, gut. Also das möchte ich nochmal rausstellen. Es geht nicht mehr nach Gesetzen, sondern komischerweise diese Aufweichung, dass Politiker irgendwas sagen, über die Medien verbreiten und es dann gemacht wird, das sehen wir schon länger. Ja. Würde ich mich dann auch fragen, haben wir hier eine Gewaltenteilung? Haben wir noch gültige Gesetze? Und jetzt, wenn du jetzt nichts sagen willst, würde ich kurz nochmal, warum wird der Verfassungsschutz nicht aktiv? Warum wird der Verfassungsschutz nicht aktiv, wenn der Wesensgehalt des Grundgesetzes angetastet sein könnte? Warum nicht? Das sind Fragen, die man sich doch mal stellen muss, oder? Ja, soll ich aus dem Nähkästchen plaudern nochmal einen? Ja, unbedingt. Auf, komm, hau ich mal einen raus. Zu lange vorbereitet. Mal wirklich so ein bisschen, ich habe ja... Nee, ich fange es anders an. Im Jahr 2003 bereits, im Jahr 2003 wurden Pandemien in der zumindest hessischen Verwaltung geübt. 2003. Ich kann dir nicht mehr sagen, was es war, Schweinegrippe, Ebola, sonst irgendwas. Und die Planungen dazu im Sinne einer Katastrophenvorbereitung waren nicht mehr nur reine Planungen, sondern wurden zum Teil 2003 bereits exekutiv umgearbeitet, weil nämlich diverse Mitarbeiter und die Älteren, die dabei sind, werden sich erinnern, Infektionsschutzstellenausweise ausgehändigt bekommen haben. 2003. Die damals schon für den Fall, dass es Straßensperren durch Polizei und oder Bundeswehr aufgrund von Seuchen gibt und von Absperrungen von Landkreisen, die zugemacht werden müssen, dass diese Infektionsstellenmitarbeiter oder Impfstellenmitarbeiter, das weiß ich mal genau, dass die durch können, durch diese Sperren, um dann dort ihren Dienst zu versehen. Das belegt, dass es diese Planungen und Konkretisierungen dazu bereits 2003 mindestens schon gab. Meine persönliche Meinung ist, dass so etwas damals schon im Entstehen war und abgebrochen wurde ab einem bestimmten Punkt, weil man hat dann nie mehr was davon gehört. Ja, ich finde das eine Hammer-Info, ja? Ja, und das ist für mich, wenn solche Sachen passieren, dann gibt es Stäbe und Stäbe sind immer militärische
Einrichtungen. Ein Stab plant. Ein Stab macht nichts anderes den ganzen Tag, als sich ein Szenario auszudenken. Da gibt es also einen Vordenker vielleicht. Man könnte auch sagen, sondern tatsächlich, es ist jemand, der sagt, okay, wir haben jetzt eine Möglichkeit aus einem Think Tank oder sonst wo und wir planen jetzt Infektionen, wir planen Stromausfall, wir planen, was ist dann zu tun? Und dann kommen diese ganzen Dinge ins Laufen und dann gibt es solche Übungen. Die laufen immer unter der Decke. Also normalerweise kriegst du das nicht mit, es sei denn, du bist tatsächlich mal in irgendeinem so einem Mysterium drin. Oder ab und zu hat man das die letzten Jahre mal mitbekommen, wo dann mal geprobt wurde, Katastrophenfall, was waren das so Dinge, was weiß ich, Überschwemmung oder sonst was, THW plus Sunnies plus Polizei, Bundeswehr und so weiter. Und da hast du dann plötzlich gesehen, dass dass dann auch Krisenstäbe aufgestellt worden sind und da kamen dann die Verantwortlichen rein. Aber man hat sie sich vorher überlegt, diese Sachen, und man hat ganz genau gewusst, was muss man tun in solchen Fällen. Also das heißt, das, was wir jetzt erleben seit 1,5 Jahren, ist von sehr langer Hand vorbereitet worden. Und was ja noch viel schlimmer ist, diese Eskalation, die wir jetzt haben und wo wir ja auch immer wieder drauf zu sprechen kommen, auch die ist geplant. Und deswegen auch von der Lagebeurteilung, und da kommen wir vielleicht doch wieder ein bisschen an das Militärische ran, was wird hier gerade gespielt, dass in diesem Land eine Eskalation hochgefahren wird gegen die eigenen Leute oder dass die Leute sich selber irgendwo gegenseitig an die Gurgel gehen. Das passiert nicht zufällig. Ja? Und es ist vor allem eine sehr laute Sache. Also du hörst ja gar nichts anderes mehr, als dass über diese Themen, die momentan anstehen, mit einer Impfpflicht oder sonst was, hörst du nichts anderes mehr. Und du hörst auch Experten, die dann für und wieder und sonst was, aber keiner denkt mal dahinter, warum wird das so laut gemacht? Warum wird das gemacht in einer Art und Weise, wo du nur noch auf dieses Thema fokussiert bist? Was passiert denn gerade im Hintergrund? Was passiert denn da auf der Vormarschstraße oder irgendwas? Also das sind so Gedanken, die mir in den letzten Tagen und Wochen durchgehen. Ne? Und dann kommen solche Meldungen, Briten bringen Panzer über Deutschland nach Osten. Amerikaner sind hier, du hast irgendwelche komischen Flaggenübergaben und da wird was hingehängt und so weiter und so fort. Und du hast immer öfter das Militär, zumindest in der Sichtbarkeit auch von Verantwortlichkeiten, möchte ich es mal nennen. Also zumindest bei uns im Land. Also du wirst dran gewöhnt. Welcher Zustand wird hier vorbereitet? Genau, schleichende Gewöhnung, genau. Ja. Das ist der Punkt. Und das ist die Frage. Bringt mich an den Punkt, dass ich sage, nehmen wir nochmal ganz kurz, weil es schön illustrativ ist, die lange Vorbereitung. Wir haben über Jahrzehnte Zombie-Apokalypsen-Filme gesehen. Ja. Ist auch eine Form von psychologischer Vorbereitung. Dann sehen wir jetzt, ein Freund hat mir vorhin gerade erzählt, wie der Herr Lauterbach ist jetzt Gesundheitsminister. Echt? Ja, wie sexy dürfen egal. Ich frage mich manchmal, wo ist die Grenze erreicht? Also ich kann es kaum glauben. Warum sage ich das? Also wir haben jetzt eine Frau Baerbock als Außenministerin. Und da frage ich mich auch, sind die jetzt wirklich Außenminister oder werden die das erst? Also so ab Ernennungsurkunde eigentlich. Sind die ernannt worden? Haben wir jetzt ein Kabinett oder ist das, also tut mir leid, ich blick's nicht mehr. Der Herr Scholz kann doch noch kein Kanzler sein, muss erst gewählt werden. Wenn er noch nicht gewählt ist, wer hat dann jetzt die Geschicke, nachdem die Frau Merkel doch ihren Blumenstrauß schon bekommen hat? Ja. Es tut mir leid, vielleicht oute ich mich einfach als total ungebildet und nichtwissend, aber ich blicke nicht mehr, wer hier jetzt gerade regiert. Und ich frage mich dann angesichts der neuen Besetzung auch, die können doch jetzt nicht ernsthaft die Fäden ziehen. Also das sind bestimmt nicht die Fädenzieher. Erpresst vielleicht jemand die Regierung? Ist da jemand dahinter? Ja. Oder mag es sein, dass das einfach vollkommen egal ist, wer da vorne da ist? Ja, genau. Ja? Also wenn ich mir das jetzt so überlege, ich gucke jetzt gerade selber mal nach, mal gucken, wer wird denn hier der Verteidigungsvogel? Ich meine, die meisten, das kannst du eh vergessen, das ist klar. Kanzleramtsminister, keine Ahnung. Ich schaue mal nach. Christine Lambrecht. Was zeichnet die aus? Ja, also das ist jetzt so für mich so die Frage. Frau Baerbock als Außenministerin, ich denke, darüber braucht man nicht sprechen, weil das einfach,
Absolut. Ja, sagen wir, sie ist legitimiert worden. Sie würde den Wähler als obersten Souverän legitimieren. Ach so, ja, okay. Ja. Logisch, was sonst. Das war auch schon festgestanden. Und tatsächlich, der Karl wird zum Obergesundheitsfuzzi, also egal wie. Hey, das ist 8 Wochen her, da habe ich da mal einen Witz gemacht in der alten Freiheit. Franks Freiheit, ich mache nie mehr Witze. Echt jetzt. Ich wollte mal einen Spaß machen einfach. Ja. Echt jetzt. Oh Mann. Eins möchte ich auch nochmal sagen, das ist nochmal vielleicht vom Gesetz her ganz wichtig. Mit diesem 28a und 28b Infektionsschutzgesetz hat man eines gemacht. Man hat, und das hat man sehr, sehr leise und geschickt gemacht. Man hat aus der Definition eines Notstandes, der alle 3 Monate verändert werden, der alle 3 Monate bestätigt werden musste, hat man jetzt per Gesetz eine neue Dauerunnormalität gemacht. Ja. Das deutet auch wieder Krisenstab, den du vorhin erwähnt hattest, darauf hin, dass hier jetzt ein eigentlich völlig unhaltbarer Zustand als Normalität verkauft wird. Also unbefristet, das will ich damit sagen. Ja. Und es ist auch wesentlich unaufsehenerregender jetzt. Weißt du, du musst nicht mehr zusammenkommen als Bundestag, musst verlängern. Nö, das kann jetzt so schleichend einfach weitergeführt werden. Jeder macht mit. Und ein letztes Ding nochmal, und da komme ich jetzt doch ein bisschen auf die Psychologie zu sprechen. Es geht nur, weil wir über 1,5 Jahre über Gewöhnungsprozesse, halten Sie Abstand, tragen Sie Maske, wo wir auch schon immer gesagt haben, da könnten Verhaltensumkonditionierungen für eine maschinelle KI-Hintergrund sein. Das geht nur, weil die Leute systematisch unter Umständen umerzogen worden sein könnten, vorsätzlich. Ja. Nur deswegen. Ja. Das ganze Ding basiert von Anfang an auf Mitmachen, verstehst du? Richtig. Und vor allem durch eine schleichende Sache. Und da ist wirklich die Frage, was passiert hier vor allem auch europaweit? Wenn ich mir angucke, jetzt haben wir Österreich und da ist ja doch ein bisschen was auf der Straße gewesen an Leuten, auch also zumindest was man so mitbekommt. Und auch in den uns umgebenden Ländern ist das Gleiche. Also da ist ja auch eine Menge Menschen auf der Straße und demonstrieren. Aber es wird einfach weitergemacht. Es interessiert keinen. Also dieser Dauerzustand dieser Verordnungen, es ist hier in anderen Ländern ähnlich, wo ich mich einfach frage, was passiert hier? Dann haben sie in Österreich, hatten wir ja auch das Thema, es wurde zuerst eine Regierung oder es wurden Leute, die nicht gewählt waren, plötzlich in die Ämter gehievt und nach 8 Wochen waren sie wieder weg. Was ich schon sehr, sehr interessant finde, weil was haben die denn nicht unterschrieben? Was ihnen vorgelegt worden sind, dass sie nach 8 Wochen wieder draußen waren. Vielleicht haben da ja Leute irgendwo ihr Gewissen entdeckt und gesagt, mache ich nicht mit. Also mal ganz unabhängig von Logen dahinter. Ja? Also sprich, das muss doch jetzt auch irgendwo so eine Sache sein, wenn ich mir dieses Horrorkabinett da oben anschaue oder die Muppet Show 2.0, wo ich mir denke, das sind jetzt Menschen dran, die jetzt nicht unbedingt durch irgendwelche große Kompetenz aufgefallen sind aus meiner Sicht. Also haben die was zu melden oder sind die nur zum Abnicken da oder sind die, da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, sind die dumm genug, alles durchzuwinken? Und jetzt mache ich wieder einen Riesenschlenker zum Anfang der Sendung. Aber im Ernst, so sieht es in mir aus, angesichts der Zusammensetzung unseres Kabinetts und der Leute, die dort was zu sagen haben, kann ich mir kaum noch etwas anderes vorstellen, als dass es ein, sagen wir mal, Marionettentheater ist. Und da sind wir letztendlich in so einer Zyklik doch wieder bei Narrativen, die auch Schäf mal ganz am Anfang da eingesetzt haben. Ja. Verstehe, aber da bin ich eher wieder auf Pro, weil das, was da läuft, tut mir leid, also ich habe wirklich Probleme, das noch in irgendeiner Weise ernst nehmen zu können. Und ich frage mich, warum nicht jeder in ein Dauerlachen oder Weinen ausbricht. Warum das überhaupt? Das Lachen ist das Bessere. Aber dazu musst du es durchschauen. Ich bin fassungslos da. Du musst es durchschauen. Also ich bin eher fürs Lachen als fürs Weinen, weil Lachen bannt diese Sachen dann auch, wenn wir da mal ein bisschen in eine ganz andere Richtung schauen würden.
Aber ich frage mich auch, das ist für mich so eine Geschichte, dieses Quartett, wenn ich mir die jetzt anschaue, das sind ja alles Menschen, die zum Abschuss freigegeben sind, weil bei einem Herrn Scholz, wo man zumindest fragliche Aktivitäten, an denen er mitgewirkt haben soll, ja, ich bin da sehr vorsichtig, logischerweise, war ja nur dabei, Cum-Ex und andere Dinge, die plötzlich aus dem Fokus sind, dann hast du ja Leute, die nicht mehr so genau wissen, was sie jetzt vor 3 Wochen gemacht haben, weil sie 3 Lebensläufe eingereicht haben für 4 Wochen, ja, oder irgendwelche anderen Vögel, die einfach mental vielleicht auch nicht ganz so stark sind. Sind es Figuren, die zum Abschuss freigegeben sind oder wo es egal ist, ob die da dran sind oder ob die irgendwann morgen nicht mehr da sind oder vielleicht verheizt werden können? Ja, wer sagt, das ist doch Schäuble oder was? Wer gewählt ist, hat nichts zu melden, ne? Ja, das war unser ehemaliger Innenminister oder zukünftiger ehemaliger Innenminister, der Seehofer, der Seevogel. Ja, also lass uns so ein Deckel, lass uns mal so ein bisschen da reingehen. Bedeutet doch eigentlich, die wir sehen, spricht alles dagegen, dass die wirklich jetzt auch tatsächliche Entscheidungskompetenzen haben. Wenn du dir einen Ernst Wolf zum Beispiel anguckst, der ist ja ganz populär momentan, der sagt ja, dahinter ist ein, finde ich ganz gut gewählt, dieses Wort, ein digital-finanzieller globaler Komplex, der eben, ja, was ist die These, der im Grunde unvorstellbar für viele global die Regierungen dann erpresst, die einzelnen Menschen. Dann kann der Einzelne, wenn er sich erpressen lässt, sich vielleicht auch tolle Sachen mal kaufen. Für mehrere Millionen vielleicht auch, ja, geht er auch dann. Also weist ja auch darauf hin, ist Indiziensuche, ne? Ja, dass wir also dahinter eine Agenda, einen Vorantrieb hätten in den zumindest westlichen Staaten durch aufgekommene Groß Unternehmen und was genau was tut der Herr Schwab zum Beispiel organisieren? Eben das. Globale große Firmen, die er zusammenfasst zu Entscheidungskompetenzen. Wo er eben auch fernab des staatlichen Handelns dann was entschieden haben will. Da fällt mir ein, da habe ich auch was Tolles. Hier, guck mal, das liebe ich ja, schau mal. Das sind die amtlichen Informationen zur politischen Bildung, ne? Regieren jenseits des Nationalstaates. Ja, guck, und die Maske drüber. Ist das geil? Das ist geil, oder? Und da sind wir genau dabei, dass also Gruppierungen oder so im Hintergrund, ich meine, uns wird es da im Grunde gesagt, wenn du querdenkst, ja, also wenn du Querdenker bist oder böser Bürger, ja. Uns wird es aber im Grunde genau gezeigt, ja. Dass das nicht die wir denken, dass die uns regieren, sondern es wird jenseits des Nationalstaates will man über uns regieren. Natürlich. Du sagst natürlich. Also Viele würden sagen, du bist damit jetzt ein Verschwörer und ein weiß ich nicht alles, weißt schon, ich bin ja. Beobachter, weil ich will Ja. ja gar nicht, sondern ich möchte am liebsten meine Ruhe haben oder ich brauche auch keinen, der mich regiert, sondern es ist eine Clique, die, also aus deren Sicht logisch, dass du sagst, du bündelst immer mehr Kompetenzen in irgendeiner Zentralregierung und du gibst nur noch nach unten aus. Und setzt um oder beziehungsweise gehst über alles drüber. Das würde sich ja dann auch damit decken, dass man natürlich die Frau von der Leyen sehr strategisch geschickt platziert hat, weil Fachkompetenz hat sie keine. Das denke ich, weiß auch jeder in der Welt. Also ist die Frage, ist Europa oder ist die europäische Elite von der Leine gelassen worden? Also Elite bitte in Anführungszeichen zu setzen, weil die amerikanische Führung. Also zumindest diese Neokon-Führung auch nur noch am Rad dreht. Oder, und das ist jetzt die andere These, kommen wir an den Punkt, wo widerstrebende Kräfte eben irgendwo noch was versuchen. Und widerstrebende Kräfte sind für mich jetzt in dem Fall die alten finanziellen Seilschaften, weil die sind auch am Ende. Und das, was du jetzt angesprochen hast, mit dem, was der Ernst Wolf ja bespricht, mit diesem digitalen finanziellen Komplex, das ist ja etwas Neues, weil deren Währung sind Daten. Und diese Daten haben die über die letzten 20, 30 Jahre gesammelt wie die Irren. Und vielleicht gibt es ja da auch widerstrebende Kräfte, dass du sagst, die alten Banker sind dabei, abgeschafft zu werden von den digitalen Geschichten. Und dass die sich auch im Hintergrund, dass man sich derer irgendwann auch entledigt. Und das Beste, ich könnte mir das zumindest vorstellen, diese Aufteilung der Welt ist ja schon passiert. Weil das ist genau das, wo der Osten gesagt hat, mit uns nicht mehr.
Vielleicht versucht man aber trotzdem jetzt da irgendwo noch Kapital rauszuziehen, dass man nochmal einen Knall produziert, um sich dann aus dem Staub machen zu können. Also ein Vauban-Spiel oder Vabank-Spiel, dass man sagt, okay, wir probieren es nochmal und dann können wir noch mehr Chaos schaffen, weil irgendwo passt das alles nicht ganz zusammen für mich. Also dieses Was Erkennen, passt nicht? also was schon passt, was wir herausgearbeitet haben, dieses Überführen in ein, wie nennt es Dr. Schäuble, in ein übernationales Governance. Ja? Also sprich, dass du Ja. Eliten hast, die das nur noch machen und sich recht schreiben, so wie sie es benötigen und damit alles andere, die für von uns gelernte klassische Gewaltenteilung komplett weg ist. Ja. Ja, das ist die Ja. eine Geschichte. Aber mag es Ja. vielleicht doch Kräfte geben, die dagegen agieren? Also Alte auch alles, was wir als alte Rechtsbürger gewohnt waren, Menschen, Grundrechte, Mitwirkung, gehört werden, das haben jetzt die letzten 1,5 Jahre uns eigentlich sehr, sehr gut gezeigt, auch mit der Ableitung der Großdemonstrationen und so. Es geht nicht um dich, du bist ohnmächtig, begreife ich als Teil einer psychologischen Operation, die hier gefahren wurde, sehe ich als eine klare militärische, psychologische Operation. Den Leuten einzuhämmern, zuletzt der Herr Söder hat es doch auch in etwa so gesagt, du weißt es, wenn wir hier fertig sind, wird kein Stein auf dem anderen bleiben, dann gibt es kein Recht mehr. Genau. Hast du das Zitat gerade greifbar Das, oder? also ich habe es nicht Wort für Wort, aber Söder hat gesagt, also wenn, ne, wenn das hier vorbei ist, Okay. gibt es kein Recht mehr. Gell? Und der Herr Merz, der hat sich ja auch nochmal hervorgetan, vor 1,5 Jahren hat er ein Buch geschrieben, ich habe da mal so quer gelesen drin, da hat er auch gesagt, und nachdem wird man dann darüber zu diskutieren haben, welche Menschenrechts- und Grundrechtseingriffe denn unverhältnismäßig waren. Das ist genau die Handschrift. Die Juristerei wird dann wieder für den Menschen die Bühne betreten, so wie es jetzt die Comedians und Intellektuellen zum Teil wieder unter 2G, 3G tun. Die kommen gerade wieder alle raus. Dann wird die Juristerei wieder da sein, wie ehedem, und wird sagen: Oh, das, da müssen wir euch tadeln, das war nicht in Ordnung, und wird Rechtsstaatlichkeit unter Umständen vorspielen. Du hast eben gesagt, ganz wichtig auch nochmal: Wir haben den Prozess von der, ich möchte nochmal in diese Vorbereitung rein, das ist nämlich wichtig. Wir haben den Prozess, lange Jahre gesehen, mit der EU schon, die Bündelung von Kompetenzen. Und dann dürfen die Nationalstaaten dürfen noch ratifizieren, das Unrecht wollte ich jetzt sagen, das EU-Recht. Ja. Ah, und haben eigentlich nur noch einen sehr kleinen Wirkungsraum, wo sie wirklich was beschließen können. Also das haben wir schon lange gesehen. Nur dass das Recht jetzt derartig erodiert, dass, sagen wir mal, an was machen wir es fest? Du bist auch alt genug. Wir kennen noch die frühere Bezeichnung Hilfspolizisten. Kennst du doch auch? Ja, Die klar. Hippos. Die Hippos. Also es gab die richtigen Polizisten und es gab die Hilfspolizisten. Und die Hilfspolizisten hatten auch keine Waffe und so weiter. Und es waren auch meist so gemütliche. Auch das passt. Die letzten 20 Jahre, ich weiß es, ich weiß es, wurden Hilfspolizisten überbordend eingestellt. Da waren Besetzungssperren wegen Finanznot. Wir hatten ja auch bis zur Migrationskrise immer kein Geld, ja. Ja. Die wurden weiter aufgestockt, so wie auch die Polizisten weiter aufgestockt sind. Das BKA hat über Jahre aufgestockt, die Stellen. Machen Sie weiterhin. Was zeigt, ist das die weitere Vorbereitung auf einen Polizeistaat? Fragezeichen. Ja. Ja. Also so viel zur Vorbereitung. Dann das nächste. Einfach mal, um Impulse zu setzen. 2009 die Finanzkrise, Marc. Wurde wieder beigebogen. Ist jetzt abenteuerlich zu sagen, die haben das gemacht, weil sie dann eben doch nochmal verlängern wollten. Wir haben dann die Nullzinspolitik gesehen die ganze Zeit. Die Frage ist, war unter Umständen auch nochmal den Bezug zu 2003 eben, wo ich von den Impfstellen oder Infektionsstellenausweisen gesprochen habe, war unter Umständen für eine Global Governance die Digitalisierung noch nicht weit genug, die Technik nicht weit genug, denn die ist jetzt zentral, die ist jetzt zentral für unser Geld, für die Beregelung der Menschen, für die Veränderung der Prozesse von Schule, Uni bis Arbeit. Dass man gesagt hat, wir brauchen Zeit. Ich weiß aus dem Jahr 2016, dass man gesagt hat, für unsere Kryptowährung, die wir als neuen E-Euro ausgesucht haben, brauchen wir mindestens bis 2022, bis die Schlagzahlen haben, dass sie dann im Zahlungsverkehr eingesetzt werden kann. Bin mal gespannt, ob sie es geschafft haben, weil ich weiß es jetzt nicht, ob wie gut.
Ja, also ich will auf die Rolle nochmal kommen: Vorbereitung und Digitalisierung und Vorantrieb der Möglichkeiten da in dem Bereich. Dass das limitiert war in den letzten Jahrzehnten, ja. Ja, ich glaube schon. Vor allem, weil ja die freie Wirtschaft in Anführungszeichen ja auch sich entschieden hat, zu sagen, gut, okay, wir liefern vielleicht lieber die Chips an die Autoindustrie, weil die besser zahlen, anstatt dass wir sie für irgendwelche Computer rausgeben, die dann irgendwelche Rechenfunktionen machen können oder irgendwas, oder dass sich das alles so schnell entwickelt hat in der freien Wirtschaft, dass da noch mehr Geld zu verdienen war und dass man da auch irgendwo einen Riegel hat vorschieben müssen. Das könnte durchaus sein. Und jetzt ist natürlich diese ganzen Vorbereitungen, aber die Frage ist nur die, mag es sein, dass sich trotz alledem ein Teil hier etwas verabschiedet und sagt, wir machen da so nicht mehr mit, wir kochen unser eigenes Süppchen, weil ich sehe trotzdem Verwerfungen und da kommt wieder dieses Thema Trump für mich rein, dass man Trump eingesetzt hat, um Zeit zu gewinnen. Allerdings von welcher Seite ist die Frage? Wie immer, es ist immer zweiseitig. Ja? Ich will kurz nochmal einen Deckel drauf machen, weil ich gemerkt habe, dass ich eben was vergessen habe, Marc. Verzeih. Warum habe ich die Hippos reingebracht? Das waren ja eher eigentlich die lustigen Figuren. Entschuldige, wenn ich nochmal zurückspringe, aber ich Naja, will den ist Deckel okay, drauf alles gut. machen. Ja. Also früher waren das eher die lustigen Figuren. Und genau diese sind jetzt, die so hochgefahren worden sind, genau diese sind jetzt aber, wenn du rausgehst auf die Gas bei dir, sind diejenigen, von denen gesprochen wird, die jetzt die Staatsmacht sind. Ja, ich würde sie gerne reinlassen, ich würde sie gerne essen lassen, ich würde sie gerne einkaufen lassen, aber das Ordnungsamt könnte ja kommen und dann kriege ich ja Strafen. Also die sind jetzt die Speerspitze, die vorderste Front des Staates geworden, wo jeder Angst vor hat. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist wie das Kabinett na gut, ich will jetzt nicht despektierlich sein, nee, möchte ich jetzt tatsächlich nicht. Gut, das wollte ich nochmal gesagt haben. Aber du hast eben einen neuen Aspekt gebracht. Mach da, bitte knüpf da nochmal an. Ich sehe, du bist schon. Welchen Gut. Aspekt meintest du jetzt, ne, dass ich den falschen aufgreife? Weil jetzt habe ich Den gerade den. Trump, du wolltest auf den Achso, den Trump Trump, nochmal kommen und die Verzögerung, ja? Verzögerung. Also, wenn ich mir das so anschaue, und man hat Donald Trump aus meiner Sicht ja auch ins Amt beschissen. Allerdings war das damals eine andere Seite. Also, sprich, man hatte ja die Planung, Obama 8 Jahre danach. 8 Jahre Clinton, wahrscheinlich Krieg mit Russland. Also meine These, Ungefähr so. ne, 2017 geht's los. Und dann hat man allerdings, weil man auch, denke ich, damals schon wusste, man läuft auf einen gewissen Kulminationspunkt hin, wo man nicht mehr alles kann. Also vorausgesetzt, wir haben rational denkende Menschen, die auch tatsächlich die richtigen Zahlen haben. Aber dann wusste man, irgendwann kommt der Punkt, auch in den Vereinigten Staaten, wo dort einfach A, der in Anführungszeichen Staat pleite ist oder wo die Wirtschaft kaputt gehen wird oder beziehungsweise aufgrund der ansteigenden Geldmenge einfach der nächste Crash kommt. Also von der Wirtschaft gibt es gewisse Zeiträume, die sicherlich vorgegeben werden. Also wusste man, man muss, 17 hat man vielleicht noch eine gewisse Zeit oder das wäre der alte Plan gewesen, hier einen Konflikt mit Russland anzufangen. Russland hätte aus meiner Sicht genauso wie China einen Vorteil von einem Präsidenten oder hat Vorteil von einem Präsidenten Trump gehabt. Warum haben die so lange da drüben an etwas rumgesucht, was es ja angeblich gar nicht gegeben hat? Aber unter dem Blickwinkel, dass es Russland genutzt hätte, hier jemanden reinzubringen oder Leuten, die es verhindern wollten, dass es einen Krieg gab, und das könnten tatsächlich die Patrioten gewesen sein. Aus amerikanischer Sicht allerdings nur. Europa ist denen scheißegal, aus meiner Dafürhalten. Das, was uns William Toll auch immer wieder sagt. Ihr seid da drüben uninteressant. Ihr seid letztendlich, ja, Geldbringer, Cashcow, aber notfalls auch, man kann euch auch opfern. Das ist auch das, was man. Ja, natürlich. Das ist die Ja? Handschrift über Jahrzehnte, ja. Ich würde sagen, auch so Russland-Begrenzer, von daher immens Genau. wichtig, ja. Und ja, vielleicht der Verweis nochmal auf so ein spirituelles Element. Da sind wir dann bei deutscher Seele, deutscher Ingenieurskunst, ja, deutscher Gründlichkeit, ja, für alle Hörer, nein, das ist nicht rechtsradikal, das gab es alles wirklich mal. Ganz ja. Jetzt pass auf, jetzt haben wir gesagt, okay, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt unser jetziges Kabinett wirklich die Geschicke leitet. Dass die wirklich,
So, also muss es ja jemand anderes sein. Wir haben jetzt in der Sendung, Marc, auch schon ein paar Leute angeboten. Das war Schäf, das war dieser digital-finanzielle Komplex. Aber mich stört dabei immer so ein bisschen, dass wir immer nur, weißt du, das sind immer nur Fiktionen, das sind immer nur Begriffe dann auch für Wesen oder Energien, die einwirken. Ja. Ich will jetzt nicht mit dir in eine andere Ebene gehen, aber ich will sagen, wir können ständig neue Schubladen aufmachen. Weißt du, statt digital-finanzieller Komplex sagt der Nächste dann, das sind die USA-Eliten. Ja. Verstehst du? Und da sind schon wieder Mischformen. Und der Dritte sagt, nee, das sind die EU-Eliten. Der Vierte sagt, wir dürfen den Vatikan nicht vergessen und die White und die Black Hats. Und ständig befinden wir uns in Begriffen, meinen wir definieren was und tun es nicht. Also es sind irgendwie auch alles Irreführungen. Richtig, weil Oder wir wie es siehst nicht du es? greifen können. Ja? Wir können es nicht greifen. Wir kennen keine anderen Spiele. Wir können sie nur erahnen, dass eben Formationen hinter dem Vorhang sind, aber die geben sich nicht klar zu erkennen. Und auch wenn wir nur mal von den Black- und Whiteheads reden, alleine dieses Narrativ, und damit habe ich auch schon längere Zeit gebrochen, dass es eben Whiteheads gibt, die nur darauf warten und was weiß ich, man hat jetzt, ich greife jetzt bitte mal tief in diese Kiste hinein, man hat jetzt die letzten Superwaffen doch noch bekommen. Das halte ich alles für Blödsinn, weil es einfach nicht zusammenpasst. Ja, das ist, Was für Superwaffen meinst ja, du? siehst doch jetzt nochmal, was weiß ich, die Whiteheads haben das jetzt alles zugelassen, weil erst auf der Ever Given wurden die letzten Ach biologischen so. Grundstoffe gefunden, ja, als ob Blofeld, ja, um da jetzt mal in James Bond Bildern zu sprechen, als ob Blofeld aus seinem Vulkan die letzten Dinge genau auf diesen Frachter gebracht hat und im Suezkanal konnte er gestoppt werden, nachdem ein übergroßer Penis irgendwo als Radarbild gezeichnet worden ist oder sonst was, wo ich mir einfach denke, ja, das hat die Welt gesehen, aber das ist sicher nicht so gelaufen. Das ist ein Narrativ, wo irgendwelche Gruppen bedient werden. Und wer hat davon etwas, so etwas hier reinzubringen? Also als Idee. Also, ja, also das stelle ich auch dauernd fest, dass wir mit Narrativen vollgeschüttet werden. Die Leute werden total verwirrt. Einmal gibt es Fakten, etwas passiert. Trump erliegt schwer. Das ist so. Und Richtig. dann wird immer eine Erklärung wird serviert und sehr viele Menschen trennen grundsätzlich, das kannst du auf alles anwenden, nicht zwischen dem, was Fakt ist und zwischen dem, was ja oft einen Charme hat, als warum serviert wird. Ja. Warum ist es so? Und da kommt dann oft eine geniale Logik, eine hintergründige Erklärung, also wirklich eine geile Geschichte, es kommen tolle Sachen. Aber sie müssen nicht wahr sein, es sind Fiktionen, allesamt, allesamt. Und wenn ich dann jetzt gefragt werde, ja Frank, wie gehst du denn vor? Wie willst du es denn besser machen? Ja, erstens nicht mit Erklärung so schnell dabei sein, sondern eigentlich wie so ein Naturwissenschaftler Phänomene sammeln und nach Verknüpfungen suchen. Also wenn ich das Suez-Ding jetzt nehme, würde ich sagen, okay, gucken wir mal, wo haben wir denn grundsätzlich so etwas noch? Dann fällt mir da diese Bahnlinie bei Kertsch Genau. ein, die dann und bei euch unten, nee, du bist ja weiter östlich, vergiss es. Richtung Basel ist es nochmal passiert. Also Verkehrswege sind ein Thema. Dann hast du auf einmal Zölle, ich will es nicht ausbreiten. Und auf einmal könnte man dann unabhängig von Narrativen sagen, okay, kommt mir vor wie militärische Operation. Das ist jetzt auch wieder eine Erklärung, aber die ist wenigstens breiter gesetzt, ja, wo man ein bisschen Fakten mehr im Untergrund hat. Und das vermisse ich derzeit, weil alle stürzen immer auf irgendeine Erklärung sofort. Und die ist toll, die ist auch, weißt du, die ist geheimnisvoll, da wird auch in unserem Inneren unheimlich viel bedient, dass wir uns faszinieren lassen von Dingen. Ja. Ja, Und vor allem dieses Spiel dann mit der Hoffnung, wo du einfach nur ein Spotlight drauf wirfst und dann erzeugst du darum was, wo wiederum Interessierte, nennen wir es einfach mal so, ihren Vorteil daraus ziehen. Und das sieht man natürlich auch in diesem ganzen Konglomerat, beide Seiten. Also, ne, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal rausgearbeitet. Die sogenannten Whiteheads und Blackheads, wenn sie es denn gibt, arbeiten beide mit denselben Strategien. Man arbeitet über die Massenmedien, über die sozialen Medien, wie auch immer. Es läuft nach denselben oder mit denselben Methoden ab.
Und bei den einen hinterfragen wir sie nicht. Und bei den anderen stellen wir alles, jedes i-Tüpfelchen auf die Goldwaage und sehen darin irgendwas. Sicherlich ist irgendwo die Wahrheit liegt irgendwo zwischendrin. Ja, ich nehme ein Beispiel. Das wird es nämlich gerade. Darf ich unterbrechen? Ja, gell? Ich nehme ein Beispiel dafür. Und das hat mich von Anfang an, hat mich das stutzig werden lassen. Was du sagst, manche Dinge werden hochgezogen. Unsere Kliniken haben den und den Belegungsgrad, Hilfe, unser Gesundheitssystem ist am Ende. Dann liest du aber brottrocken auf der anderen Seite, wir haben 10% Übersterblichkeit, Statistisches Bundesamt, jetzt sogar 20, da muss ich nochmal eine Sache gucken, dann bringe ich das auch in meinen Franks Freiheiten, 20%, das sind knallharte Fakten, Marc, knallharte Fakten, ja. Und die werden aber unter den Teppich gekehrt dann. Wo auch klar gesagt wurde vom Statistischen Bundesamt, die 10%, bei denen weiß ich definitiv, die anderen muss ich noch recherchieren, die hängen nicht mit C in Zusammenhang, sondern das sind ja, Herz-Kreislauf und so weiter. Und das wird dann runtergejodelt oder unter den Teppich gekehrt. Und solche Sachen haben wir jetzt von Anfang an in diesem Informationskrieg C, was mir sehr schnell rückgemeldet hat, das sind Widersprüche, hier wird an einem Narrativ gedreht, es wird in eine Richtung gebeugt, hier stimmt etwas grundlegend überhaupt nicht, ja, um es vorsichtig zu sagen. Und gehen wir auf Fakten. Du hast eben was Wichtiges gesagt, immer, das ist auch, glaube ich, im Q-Mythos, wie er durch verschiedene Kanäle zumindest interpretiert wird, immer wieder drin. Du hast einmal immer dieses Yippie-Aye, Boom, jetzt kriegen wir die Impfpflicht, es wird noch mehr Leute aufwachen lassen. Oh, geil, jetzt kommt die Boosterpflicht. Oh, schau mal, wir haben Nebenwirkungen, wir haben die sogar bei Kindern bei bestimmten Sachen. Ja! Ja, wann hört denn das auf? Wo ist denn diese Erzählweise an ihrem Ende, Marc? Jemals? Ich kann es weiterspinnen, dieses Narrativ bis zum Umfall. Und am Schluss, wenn dann wirklich nichts passiert, kann ich immer noch sagen, oh, leider hat der letzte Affe gefehlt oder die letzten 10 Affen. Es waren zu wenige, wir sind gescheitert. In 5 Jahren probieren wir es nochmal. Das ist dann, und genau das haben wir auch gesehen, wie ganz zum Anfang wir gesagt haben, Kanäle kommen, Kanäle gehen. Dann sind sie halt weg, erst mal so, bumm, abgetaucht. Ja, hab ich halt Unrecht, ja, bumm, bleib ich mal still jetzt. Das ist geil, ey. Ja. Und dann tauche ich wieder auf und komme mit neuen Dingen. Und das ist schade. Ich meine, sicherlich, man in der Euphorie bleibst du erstmal an sowas hängen und denkst, ja, es passiert jetzt irgendwas. Aber das, was wirklich abläuft, weil es so langsam abläuft, das kriegen wir nicht mit oder wollen es nicht mitbekommen. Und das sind genau diese trockenen Fakten, die im Hintergrund ablaufen. Abschaffung über 16 Jahre, mindestens 16 Jahre, einem Umbau der Verwaltung und irgendwann auf Knopfdruck, dann gehen wir los. Und das war aus meiner Sicht, das zu lokalisieren, März, April 2020. Da war tatsächlich. Ich glaube, das haben wir gut gesammelt, aber jetzt. Diesen Vorlauf, den haben wir einigermaßen ein bisschen gut schon rausgearbeitet, glaube ich. Ne? Und das ist eine Vorbereitung, die von verschiedenen Interessengruppen, so möchte ich es einfach mal nennen, die das zugelassen haben. Weil wenn es denn eine gutmeinende, und ich denke, da können wir auch wieder den Bogen zum Anfang schauen, wenn es eine gutmeinende militärische Ecke geben würde, die jetzt unter dem Begriff, nennen wir es einfach Chef 2.0, da wäre, ja, und die sagt, und jetzt befreien wir dieses Thema der Menschheit oder wir erschlagen den tiefen Staat oder sonst was, obwohl wir ja eigentlich dazugehören. Und wir haben diese Truppe und die wird uns, oder die wird aufgebaut, dieses Narrativ, aber keiner sieht sie. Sie ist nicht da, sie ist nur fiktiv. Oder vielleicht ist sie da, aber sie verfolgt einen ganz anderen Zweck und hat einen ganz anderen Auftrag, den man nicht sehen möchte. Ja? Also sprich, dieses Thema sollte man wirklich ganz klar, knallhart angucken und es mit den Fakten, die wir da draußen sehen, vergleichen. Und dann, denke ich, wird es zwar etwas nüchterner und auch etwas kälter um die Hoffnungen herum, aber wenn du das mal weg hast, dann kannst du auch wieder in die Ruhe kommen und analysieren und sagen, okay, was hat jetzt, welche Bedeutung ist für mein Leben jetzt wichtig in der nächsten Zeit? Das ist dann der Punkt, wo ich mir sage, gut, okay, man kann einfach Dinge wieder wegschieben von sich und kann aber dann auch mit einer nüchternen Lageanalyse
am Schluss hergehen und sagen, so, und jetzt sind die und die und die Punkte wichtig und daraufhin mache ich jetzt meine zukünftigen Aktionen, was wir ja auch schon wieder angesprochen haben. Ne? Und vielleicht, bevor wir tatsächlich so ein Fazit machen gleich, ja, würde ich sagen, möchte noch eins ins Spiel bringen. Das habe ich in meinen Lila-Videos immer wieder gesagt. Die Leute, die kennen, mögen mir Wiederholung vorwerfen, aber ich halte sie für wichtig, weil sie eine Adlerperspektive sind. Wir kriegen jetzt Ende Dezember, schalten wir 3 Atomkraftwerke ab. Energieversorgung für einen Staat ist ein Zeichen seiner Souveränität. Wenn ich die von außen beischleifen muss über andere Kernkraftwerke, weil mein eigener Ökostrom das nicht kann und das zu verteuerten Preisen tue und abhängig bin von der Preisgestaltung und vom Bekommen dessen und das auch noch bei Gas der Fall ist, dann ist auch das ein Element von vielleicht unter Umständen fehlender Souveränität. Okay, wir tun die also abschaffen. So. Wir haben jetzt gesehen, Marc, über 1,5 Jahre, wie unsere Autoindustrie in die Knie gegangen ist. Man könnte auch sagen, es wurde deindustrialisiert. Ich sage dazu immer, Deutschland wird das neue Greenland. Ja. Früher hat man es mal den Arbeiter- und Bauernstaat genannt. Und ich finde, heute ist es ein schöner Charme, wenn ausgerechnet eine grüne Partei dann ein Greenland hervorruft, also ein grünes Land, das deindustrialisiert ist. Das dann auch noch, überleg doch mal, was sich da für ein Bild auftut langsam, das von außen dann abhängig ist an Rohstoff- und Energielieferungen, das wirtschaftlich immer unbedeutender wird und die Bildungspolitik ist unter ferner Liefen mittlerweile. Ich merke es, letztes Ding noch, wenn ich mit meinen Eltern als Bub im Urlaub gefahren bin. Ja. Du bist nach Jugoslawien, warst du König, nach Italien warst du König, nach Spanien warst du König, Frankreich, okay, warum? Das Geld war was wert. Heute sind wir, ja, ich sage jetzt nicht, was ich immer sage, aber unsere Kaufkraft ist im Ausland gering. Es ist so wie die Ostblockstaaten früher. Wir legen fast überall jetzt drauf, auch Kroatien und sowas. Alles schon jetzt in den Touristen, wenn ich jetzt Tourist. So, überlegt doch mal, was hier passiert ist. Und jetzt soll ich dann ein Militär als Freund sehen oder weiterhin Politiker legitimieren, die diese Zustände über Jahrzehnte hier ja zumindest weitergereicht haben. Ja. Da ist die Frage. Und diese Zusammenfassung, genau das, auch wo du das jetzt gesagt hast, das mit dem Greenland. Und wenn wir gesagt haben, es war für eine Clique eine Zeit lang eine Entscheidung nach dem Krieg, kurz nach dem Krieg, wo man ja diese Pläne hatte, Deindustrialisierung oder nicht. Und jetzt hat man gesehen, man braucht dieses Gelände, dieses Territorium, wenn man von dem Rumpf Deutschland, was dann noch da war, brauchte man als Aufmarschgebiet und sich selbst versorgende, weil man hat beschlossen, man nutzt die Teile der Bevölkerung, man bewaffnet die wieder und man nutzt die gegen den weiterhin ausgemachten Feind. Mit der Perversität, dort drüben sitzen, eigentlich hätte sich dann tatsächlich dieselben Leute, also Familien gegeneinander, bloß weil sie eine unterschiedliche Uniform anhaben oder weil ich sie denen verpasst habe. Die Perversität, wenn man sich die wirklich mal vorstellt. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, jetzt werden wir unbedeutend. Es wird unbedeutend, ob die BRD oder Deutschland überhaupt noch weiter existiert oder nicht. Man hat sie abgeschrieben. So sehe ich das. Man hat sie abgeschrieben und man möchte sich ihrer selbst entledigen. Ja, in was auch immer, weil das ist ja dann, das wird zwar von der Grünen Partei und wir müssen das abschaffen und sonst was, das wird dann noch mit dieser Verklärung von wegen, die müssen wir auflösen. Nein, da gab es irgendwo den Auflösebefehl von jemand anderem. Und man braucht das. Wie siehst du das, was du jetzt da sagst in Bezug auf den Herrn Tol? Weil der läuft ja jetzt auch schon rum und sagt, Leute, noch 5 Minuten und steht eine glorreiche Zukunft bevor, ne? Oder jetzt, wer war das? Simon Parks hat ins Selbehorn geblasen. Ne? Da sind wir ja bei Fulford und so weiter. Da sind wir bei den ganzen Leuten, die immer... Das sehe ich dann so. Und die sehe ich auch durchaus vorhanden, weil das Potenzial ist da. Weil ich glaube, der deutsche Mittelstand oder auch der deutsche Unternehmer, die warten eigentlich, dass sie wieder loslegen können. Also da sehe ich überhaupt gar keine Frage.
sondern die goldene Zukunft kann kommen, aber erst dann tatsächlich, wenn diese Pläne, also die, die das abgeschrieben haben, wenn die einfach verschwinden. Und wenn das ein William Cole gesehen hat oder das auch sieht, dass die sich einfach obsolet machen, weil ihre Pläne nicht aufgehen. Und das hat er ja mit dem Video Klaus Schwab wird nicht siegen und die anderen Dinge. Dann wäre das tatsächlich eine Lösung. Aber wir müssen diese Lage herausarbeiten. Und ich denke, heute haben wir das mal wirklich relativ emotionsfrei. Ja, warte mal, ich hake nach bei dir. Ich weiß, der darf ich ja. Ich bin schon ein bisschen skeptischer noch, weil schau, wir haben jetzt, was haben wir? 44% gedruckmittelte Kinder unter 18 Jahren. Wir sind bei knapp 70 gedruckmittelte insgesamt Bevölkerung. Wir haben eine Diegel-Liste im Hintergrund, die ungefähr von den 65% erzählt hat. Wir haben ein Krisending, sagen wir mal, ich schätze bis 2024, 2025, wenn ich die geplanten Booster-Druckmittelungen immer ein halbes Jahr Abstand, wir sind jetzt bei der dritten, dann rechnest du nochmal 3 drauf, 4 drauf, hast nochmal 2 Jahre, haben wir noch einen unheimlich langen Leidensweg einen fordernden Weg vor uns. Wir haben, Achtung, noch das nächste, also wie soll da jetzt eine glückliche Zukunft drauf wachsen mit diesen Voraussetzungen? Und jetzt gebe ich noch einen mit. Die Migration, habe ich gesagt, die wir noch haben als weitgehend unproduktive Elemente, die eben auch ernährt sein müssen. Ich drücke mich vorsichtig aus. Und, Marc, jetzt kommt der Oberknaller. Wir haben einen Altersbaum, der nach oben, du kennst unseren Altersbaum, normalerweise ist er ja so. Viele Junge, ich mache es für die Zuschauer, und wenige Alte. Gut, an den wenigen Alten wird ja nachhaltig gearbeitet. Aber wir haben ja uns, die Babyboomer, die gehen nach oben durch. Meinst du, jemand, und dann haben wir unten Leute, die nichts mehr nachbringen. Du kannst dir die Alten doch gar nicht mehr leisten. Da müssen doch Mittel und Wege her. Und wie willst du damit jetzt eine glückliche Zukunft? Ich sehe das nicht. Es sei denn, es wird mit dem Eisenbesen noch hier richtig durchgehauen. Aber dann, Marc, entschuldige, ich bin gerade in Fahrt, dann musst du wie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder, Vorsicht, musst du wie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Narrative aufbauen, die das neue Glück bezeugen, umzäunen. Yippie, das war alles ganz schlimm und jetzt machen wir alles ganz toll und rechtlich. Also es könnte sein, dass so eine Art Sensenschnitt einfach noch bevorsteht auch, ja. Der muss auch noch kommen, weil egal in welche Richtung du gehst, irgendwann müssen sie sich offenbaren. Weil ob das jetzt Offenbarung in Form eines Totalzusammenbruchs, also sprich eines Zusammenbruchs des Geldsystems, des Finanzsystems ist, das ist die eine Möglichkeit. Und da könnte es nochmal sehr, sehr knackig werden. Die zweite Sache ist, du hast recht mit den Gedruckmittelten, da haben wir gewisse Zahlen erreicht, wobei ich gestern auch auf einer privaten Feier war, wo tatsächlich 30 Leute waren es, die sich da getroffen haben, die da einfach nicht drin sind. Und ich glaube, dass es durchaus mehr sind und dass sehr viele da draußen rumrennen und sagen, ich bin's, obwohl sie es nicht sind. Also, ne, dass wir sagen, auch da sind die Zahlen sicherlich nach oben korrigiert, um etwas darzustellen, was so nicht ist. Vielleicht ist auch ein Großteil einfach mit Placebos ausgestattet. Ja. Sollten jetzt die Alten wegrationalisiert werden, sagen wir es mal so, dann ist das die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, die sich da bis jetzt irgendwo durchgewieselt haben, beziehungsweise für sich gesagt haben, für mich kommt das nicht in Frage. Das wird der harte Kern sein, der später dann wieder aufbaut. Die Mitläufer haben wir immer, das ist ganz klar. Und da wird es auch genug Überlebende von den Gedruckmitteln geben, die du halt dann einsetzt. Mit dem eisernen Besen durchkehren, das wird sich relativ schnell erledigen, weil das ja die Leute sind, die absolut vor Unfähigkeit strotzen. Und die kannst du aus meiner Sicht durch eine Verschlankung und durch eine Abschaffung von so vielen verwaltungstechnischen Dingen, die kein Mensch braucht, auch wieder einsparen, weil du nur noch einen Rumpf letztendlich bedienen musst und den Rest kannst du auch wegtun. Das ist dann für mich das Thema, wenn Europa an sich selber, an seinem Wasserkopf einfach zusammenbrechen wird. Das ist eine Frage der Zeit.
Und wenn Europa zusammenbricht und diese militärische, ja, ich sage jetzt mal so, dieses Aggressive gegen Osten sich zu wenden, wenn das mit einem Schlag beendet sein wird, weil es zusammenbricht an seiner Hybris, dann wird auch diese ganze Verwaltung in sich zusammenfallen und nicht mehr da sein. Das könnte der Punkt sein. Aber da sind wir tatsächlich an einem Sichelschnitt, der noch bevorsteht. Und momentan ist es so, ich sehe tatsächlich überall und andauernd Blaulicht oder Martinshörner Ja. in einem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und der Economist hat jetzt in seinem neuen Cover hat er eine Interpretation nahegelegt, die wirklich erkennen lässt, dass Spritzen Raketen gleich, das ist der Vergleich, den der Economist macht, Biowaffen sein könnten. Er hat auf seinem Cover einfach abgebildet Raketen, Raketensysteme, Waffensysteme und dann gegenüber immer so gefrontet. Das macht er durchgängig auf diesem Cover. Gespiegelt hat er dann Spritzen. Das legt diesen Gedanken nämlich auch nahe, weißt du? Ja. Also, warum sage ich das? Weil ich sehr schon sehe, dass wir jetzt im Dezember, vor allem Januar, durch ein ganz ein dickes Schlupfloch nochmal gehen, also durch ein dünnes Ding müssen, durch einen Trichter müssen. Ich sehe da auch so etwas wie einen tiefsten Punkt, aber es wird noch weitergehen, weil einfach das, was auch an Wirtschaftsabbau und so weiter, Finanzen, ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, das kommt wie bei der Titanic, der Riss alles später und da müssen wir dann durch, ja. Und Ja. in der Stadt mal Stromausfall oder Versorgungsengpass oder so, will ich gar nicht dran denken, was da binnen 3 Tagen los ist, ja. Und ich denke, diese Dinge, ja, ich will jetzt sind wir wieder in unseren Dystopien, aber hey, ja, dann sollen sie Hoffnungs-TV schauen, die Leute. Ich will bei dem bleiben, was ich als wahr empfinde, ja. Ja, und vor allem, es geht, denke ich, nicht darum, jetzt eine komplett schwarze Zeit zu zeichnen, sondern wenn ich mich von einer fiktiven Hoffnung löse, dass ich befreit werde, was auch nicht heißt, dass morgen dann alles wieder so ist wie vorher, weil das kommt nämlich auch nicht, dass dir jemand sagt, ja, also morgen sind die alle weg und verhaftet und dann ist alles wieder so, wie es war, weil deswegen ist die Gaspipeline auch noch nicht fertig. Deswegen hast du auch noch keinen Strom aus einem Kraftwerk, was schon so weit runtergefahren ist. Das ist nicht einfach hier, ne, Schalter an, Schalter aus, so funktioniert es nicht. Es ist keine Kohle da. Es sind diese Dinge stehen vor der Tür, ob die Regierung da ist oder nicht. Deswegen sage ich, Kasperletheater, die für uns eigentlich vollkommen ohne Bedeutung sind. Die Probleme liegen da. Wir könnten sie lösen. Wir können sie auch im Land lösen. Dazu muss aber diese Fessel dieser fiktiven, ja, dieses Kabinetts oder dieser Ideologieträger weg. Und das ist der Punkt. Wenn die Ideologieträger weg sind, dann geht's. Wobei Jetzt die Ideologieträger überlegt doch mal, was müssen uns da. hier an kognitiver Dissonanz, da müssen wir jetzt Ja. nochmal kurz ins Detail gehen, ja. Was uns da aufgelastet wird, wenn gesagt wird, ich gehe nochmal dahin, wir machen 3 Atomkraftwerke zu und auf der anderen Seite, es ist das Ende des Verbrenners, der eingeläutet wird und wir bauen E-Autos. Was bedeutet das denn für die Mobilität der Zukunft? Die Frau Merkel hat es ja vor x Jahren in, ich glaube, Montevideo schon gesagt. Bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts werden private Fahrten die Ausnahme sein. Und du wirst damit fahren, was jetzt überall, ich denke, auch bei euch gebaut wird, 30er-Zonen und daneben dran ein Radweg Richtig, mit genau. Rollern. Da wollen sie hin. Das ist die Politik. Und währenddessen werden die Leute, könnte sein, mit Bedruckmittelung etc. bei Angst und in Hypnose gehalten. Ja. Ja, also was sehen wir? Wir sehen eine totale. Versuchen wir ein Fazit zu bringen, oder? Ja, mach Gehen wir mal. jetzt Fazit, Marc. Wir sind schon auf 2 Stunden oder so, ha? Fast, ja. Genau, jetzt haben wir sie Passt. gleich, ja. Also, ich fange mal an. Lass es uns zusammentragen. Wir sehen Rechtserodierung, wir sehen eine gespaltene Gesellschaft. Diese Ost-West-Pervertierung, die du damals gesagt hast, sehen wir jetzt noch pervertierter. Jetzt wird nämlich nicht in Ossi-Wessi gespalten, sondern in gedruckmittelt, ungedruckmittelt, geht die durch die Familien, durch Liebesbeziehungen, überall durch. Man beachtet die Handschrift. Völlige Satanität. Wir sehen weitaus eine Unregierbarkeit, nenne ich. So kommt es uns zumindest vor. Wir werden in ein Chaos reingeführt, in verschiedenen Bereichen, Finanzen, Wirtschaft, gesellschaftlich, bildungsmäßig, rechtemäßig, Staatsstruktur. Also wir gehen ins Chaos weiter rein. Ich sehe nicht, dass wir rauskommen. Ich würde an dich gern übergeben, weil ich sehe, du bist schon auf Front. Nein, ich sehe das auch so. Also es wird immer
Nicht, ja doch, es wird immer chaotischer. Ich denke, anders kann man es gar nicht sagen. So, und auf Chaos ist das Einzige, was ich gelernt habe, zumindest, wenn du das, du brauchst das Chaos nicht versuchen zu beherrschen oder irgendwas, sondern du musst dich in ihm zurechtfinden. Und damit sind wir wieder bei der Individualität. Also sprich, und das ist für mich wiederum das, der positive Aspekt, wir werden im Moment geformt, wie du es auch schon immer wieder gesagt hast, wir sind gerade in diesem Druckprozess, in diesem Reifeprozess, wo diejenigen, die sich hier zurechtfinden und ihr Leben in irgendeiner Art und Weise gemanagt bekommen, die werden am Schluss als die Sieger hier hervorgehen. Weil dieses Chaos auf Dauer nicht existieren kann. Es strebt irgendwo wieder nach einer Ordnung. Für mich sind aber die Ideologen, die werden an ihrer eigenen Ideologie zerbrechen. Wir sind aber noch nicht an diesem Punkt. Und dann sind wir aber auch natürlich immer noch im Chaos. Das wird sich aufgrund, da bin ich jetzt bei William Toll, durch die deutsche Seele, die sich dadurch vielleicht durch dieses Wegbrechen der Ideologien wieder befreien kann. Und da brauchen wir nicht so viele, sondern wir brauchen ein paar, die dann mutig vorangehen und dann auch das nach außen leben. Und ich habe solche Menschen jetzt am Wochenende erlebt. Die sind da. Allerdings werden wir es neu erstellen müssen und vielleicht müssen wir uns auch an eines gewöhnen, dass wir eine Regierung nicht brauchen, ob sie Kaiser heißt, ob sie Regierung heißt, Parteien oder sonst was. Wir brauchen das nicht, sondern wir müssen in die eigene Verantwortung kommen für unser Leben und auch für den Bereich und Raum, wo wir sind. Ich denke, das ist der Weg, wo es hingehen kann und muss. Also das habe ich auch jetzt am Wochenende erlebt, Marc, unfassbar. Mit der Unmenschlichkeit, die draußen zunimmt, ja, mit den weggeprügelten Demonstrationen und jetzt gerade auch in Frankfurt hat man die Leute auch wieder von der Gasse runter, es geht nicht mehr nach Recht, Gesetz, es geht wirklich nur noch nach, wer hat die Gewalt. Also gut, verschiebt sich das tatsächlich, das sickert weg, die Energie kriegst du von der Straße weg, aber sie sickert dann in andere Bereiche, die Leute treffen sich, sie vernetzen sich, das ist fortgeschritten. Ich habe am Wochenende wahnsinnig klasse Leute kennengelernt, die sind stark, die haben richtig Power. Ich sage immer, die kommen nicht wie bei Eltern stehen auf zu Beginn der Krise, ich habe Angst, ich habe ein Problem, Hilfe, könnt ihr mir bitte helfen? Abschieb. Nee. Die stehen fest da, die haben bereits viele konkrete Schritte getan, die sind bereit weiterzumachen, sich zusammenzuschließen, sich gegenseitig zu helfen, haben konkrete Gedanken, die sind stark. Und jeder von denen, haben wir auch schon festgestellt, der ist locker 30, 100, 500 Muggels wert. Ja. Weißt du, du kannst jetzt nicht sagen, wir sind nur 20%. Die anderen, die machen ja alles mit. Die zählen nicht so. Ja? Genau das. Also das sehe ich auch. Und in diese Zustände herein kommst du nur, wenn du nicht auf Befreiung wartest, sondern wenn du es selbst anpackst. Genau. Ja, genau. Ist so. Nicht, wenn du aus Angst Dinge tust, wenn du in der Angstschleife bist, Marc, dann werde ich nicht dahin kommen, dass ich sage, nee, stopp, ich werde jetzt für mich selbst mal versuchen, Entscheidungen zu treffen und dahinter zu kommen, was hier los ist. Richtig. Und sage auch mal nein und habe nicht Angst davor, dass mein Nachbar mich dann nicht mehr anguckt, mein Arbeitskollege, weißt du, wenn ich so verfangen bin, muss mich davon erstmal befreien, ja. Weil es ist ein Kontrollinstrument, Marc. Immer dieses ständige Lieb gehabt werden wollen. Ja. Achtung von einem Dritten bekommen wollen. Ja, wenn du danach gehst, wirst du dein ganzes Leben im Knast sein. Und der Knast ist einer von denen, die gebaut worden sind, ja. Wo bleiben wir jetzt damit eigentlich? Wir sind in diesem Stärkerwerdungsprozess, okay. Das ist das, was ich an Hoffnung mitgeben kann, dass es jeder, ich sehe es auch bei vielen Leuten, die jetzt nicht den weichen Weg gegangen sind, die sind stärker geworden in diesen 1,5 Jahren und ich treffe endlich die Leute, die ich immer treffen wollte. Richtig geile Leute, echt wahr. Ja, so sehe ich das auch. Also die sind da, die sind vielleicht auch da, wo du sie gar nicht erwartest, sondern die sind vielleicht tatsächlich im Wald, wo sie sich treffen, irgendwo um die Ecke. Und das ist das, was für mich als Botschaft ist. Wir kommen an den Kulminationspunkt, dass wir einfach sagen müssen, ich interessiere das nicht mehr, was da draußen passiert, sondern ich mache mein eigenes Ding. Und wenn irgendeiner was von mir will, dann werde ich mit dem umgehen. Und das, denke ich, ist tatsächlich, das ist die Zeit, in der wir jetzt sind. Und wir brauchen keinen Chef und sonst was. Das ist wirklich meine
Meine Conclusio, wir brauchen das nicht, wir brauchen uns da auch nicht mehr hoffnungsvoll dahin wenden, wir brauchen die nicht. Selbst wenn sie da sind, dann möchte man eigentlich sagen, wisst ihr was, ihr könnt wieder abgehen, weil wir haben das schon geregelt. Geht bitte wieder. Und wenn ihr sind nicht wir eigentlich bei der nächsten Stunde Sendung. Wir sind bei der nächsten Stunde Sendung jetzt, weil was du jetzt sagst, heißt ja dann auch, du hast schon dann die Annahme der Vatikan, die Eliten etc. werden nicht die Macht behalten, sondern diese zerbricht gerade. Die ist weg für mich. Die ist tatsächlich, die ist im Schwinden. Oder sagen wir es so, so dieses Bild, wo du so schön gesagt hast, man prügelt die Leute von der Gasse, aber du kriegst die Energie nicht weg. Diese Energie ist da, sie ist, sie nicht, sie versickert nicht, sondern sie sucht sich fein verästelte Wege und wird anders zurückkommen. Ne? Nicht mehr so geballt, dass du sagst, eine Million gegen 20.000 Polizisten in der Entscheidungsschlacht, sondern wir sind tatsächlich, dass sich das gegen dieses System, das sich überall in unsere Adern versucht einzunisten, genau, es wird genau gegenteilig sein, sondern die Energie sickert überall rein und wird diesen Zentralismus von innen her zerfressen und plötzlich auflöst. Ich denke, das wird kommen, weil du diese Energie nicht wegbekommst. Und ich denke, dann können wir uns dann mit der Katharina das nächste Mal wieder auseinandersetzen und dass das eine gute Sendung geben wird. Mir war es jetzt wichtig, dass wir mal unsere Lagebeurteilung, ich denke, das ist auch ein guter Titel, tatsächlich hier mal voranstellen und das Ganze mal nüchtern betrachten. Und ich finde, du hast eben gerade einen Vorschlag, du hast eben gerade, als du es gesagt hast, dachte ich mir, boah, er hat gerade den Sendungstitel gesagt. Du hast von Auflösung gesprochen. Auflösung, nimmst du mal, schreib's mal mit auf. Auflösung hat dieses Ding von der Gewalt, die sich verlagert, die löst sich auf, kommt wieder. Auflösung hat auch das Negative, sagen wir mal, dass das Alte aufgelöst wird. Aber Auflösung hat auch etwas Positives. Ich gebe es dir mal mit, du schickst ja dann die Datei zu. Guck mal, was du damit machst. Ja. Hatte bei mir jetzt geleuchtet, als du es gesagt hast. Und Auflösung ist ja das Ende einer mathematischen Aufgabe auch. Weißt du, das ist zielorientiert. Auflösung auch, ja. Ja, okay. Okay. Ja, ich fand es auch gut, als du. Was hattest du eben nochmal gesagt? Was war dein Ding? Das war nämlich auch nicht schlecht. Lagebeurteilung. Vielleicht nennen wir es wirklich. Ja, so haben wir es ja genannt. Ja, Lagebeurteilung. Auflösung. Lagebeurteilung. Ja, so hatten wir es ja vor. So hatten wir es ja vor. Genau, war es ja auch. Genau. Ja, hey, hat mir Spaß gemacht. Mir auch. War ja unser erster, ja, kein Quickie eben. Nein, Quickie. In dem Fall eine etwas langgezogene, aber sehr gute Analyse. Und ich denke, dass das mal notwendig geworden ist, obwohl ich gedacht habe, wir können uns vielleicht über so militärische Strategien oder irgendwas unterhalten, haben wir aber in dem Fall, denke ich. Und wir werden das Ganze weiter beobachten und ich denke, mal gucken, was da für Kommentare auch kommen und sind wir mal gespannt und dann werden wir das weiterführen. Okay. Okay, Marc. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Frank, für die Zeit. Danke. Und wir sehen uns wieder und wir werden weiter analysieren. Ja, die Woche ja sogar. Wir haben die Woche ja noch ein Dreier, ne? Also aktuelles. Irgendwann müssen wir mit der Katharina... Ja, sicher, logisch. Hatten wir, glaube ich, für Mittwoch geplant, genau. Ah ja, übermorgen schon wieder. Ja, die Zeit, wir haben schon am Montag. Ne? Okay. Ja, genau. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir sehen uns wieder in diesem Kanal und bis bald. Tschüss. Tschüss.